Herzlich willkommen zum bedingungslosen Nachmittag live aus Speiches Rock- und Blues-Kneipe. Wir sind jetzt wieder ordentlich auf Sendung. Wir haben den 8. Juli und wir haben eine Übersteuerung, wo immer die herkommt. Die kam von mir, ich habe das Mikro in die falsche Richtung gehalten, sorry. Okay, damit wissen wir sind alle wieder live an Bord. Die Moderation übernimmt wie immer Juliane, mein Name ist Olaf, an der Technik ist Klaus, hinter der Kamera ist Ingo und noch jemand macht die Stills, das kriegen wir auch noch raus, wer das ist. Wir haben Gäste und es wird eine sehr spannende Sendung, denn wir sprechen über die ehemalige Besetzung der ehemaligen Volksbühne. Wie viel Ehemaliges kann ich dem Satz noch unterbringen? Besetzung sollen wir das ja nicht nennen, wurde mir gesagt, aber da kommen wir im Laufe der Sendung drauf. Wir haben einige Vertreterinnen, Vertreter der Gruppe Staub zu Blitzer hier. Mir ist vorher nicht gesagt worden, wer kommt, deshalb kann ich euch gar nicht sagen, wer da ist. Wir machen es so, wir machen eine kleine Musik und dann stellen unsere Gäste sich einfach heute selber vor. Der bedingungslose Nachmittag auf rockradio.de, live aus Speiches Rock- und Blues-Kneipe. Wir haben wie immer den Chat geschaltet, das heißt, wir können Fragen an unsere Gäste auch direkt über Live-Chat richten. Und heute haben wir gerade mal vereinbart, möchten wir auch einen Link verkünden für Mitglieder der Partei Die Linke, die für das bedingungslose Grundeinkommen sind oder auch die gegen das bedingungslose Grundeinkommen sind und einfach nur wollen, dass Die Linke sich jetzt verdammt nochmal endlich entscheiden möge, was sie denn dazu meint. Die können einen Mitgliederentscheid mit initiieren und zwar, indem sie auf die Seite mit-links-zum-grundeinkommen.de gehen und dort online die Petition zum Mitgliederentscheid unterschreiben. Man kann das zum einen selber aufrufen, zum anderen wird man das bei unserem YouTube-Video, das Ingo wahrscheinlich jetzt inzwischen schon eingestellt haben wird, die meisten werden es ja über YouTube sehen, unten einblenden mit Links zum Grundeinkommen.de. Heute mal auch so dabei ein richtiger Link-Tipp und jetzt geht's weiter mit Juliane und unseren Gästen. Ich war gerade irritiert, aber stimmt, wenn die Leute das sehen, hat Ingo es schon eingestellt. Genau. Jetzt checke ich das, ja, gut, das heißt heute. Also, wir haben wie angekündigt die Besetzer oder die Initiatoren der Kunstaktion an der Schaubühne von letztem Jahr hier zu Gast bei der Volksbühne. Um Gottes Willen. Wann wird die Schaubühne besetzt? Also eine Kunstaktion der Schaubühne durchgeführt. Nicht, dass ich hier schon was verraten habe. Aber da ich bis heute nicht wusste, wer kommt, bitte ich unsere Gäste, sich jetzt einfach mal selber vorzustellen. Hier bitte, du fängst mal an. Jeder zweite Mal. Ja, wunderbar. Okay, erstmal Theaterschaffende wäre auf jeden Fall die bessere Bezeichnung, weil wir sind keine Besetzerin gewesen. Und ich bin Patty, bin einer der Gründungsmitglieder des Kollektivs Staub zu Blitzer. Und wir haben letztes Jahr die schöne Inszenierung in der Volksbühne gemacht. Ich muss immer deutlich allein sprechen, werde ich gerade schon darauf hingewiesen. Und wenn du Nachfragen haben solltest, dann fragst du gerne nach und deswegen gehe ich einfach mal weiter. Das war schon deine Vorstellung? Ja. Okay. Das war sehr schnell. Okay, ich bin Sarah Waterfeld, bin seit März vergangenen Jahres aktiv im Kollektiv Staub zu Blitzer. So? Okay, Verzeihung. Und bin Autorin, ansonsten schreibe Romane, bin vom Beruf eigentlich Literatur- und Medienwissenschaftlerin. Und was immer du sagen möchtest, sage es. Ich sagen möchte, war während der Inszenierung an der Volksbühne, hatte ich sowas wie eine Sprecherin-Funktion. Das war vorher nicht abgesprochen, das hat sich einfach so ergeben. Ich würde sagen, die anderen Fragen beantworte ich dir dann nachher. Ich übergebe an Anna. Hallo, ich bin Anna, Sophie Friedmann. Ich bin dabei seit Tag X und bin Studentin an der Ernst Busch im dritten Jahr Schauspiel. Außerdem bin ich Teil der Theatergenossenschaft Traumschiff, der ersten freien Theatergenossenschaft weltweit, was auch ganz spannend ist. Und bin aus Wien, 25 Jahre alt und viel mehr kann ich irgendwie gerade auch nicht sagen. Zu Besuch in Berlin oder auf Dauer jetzt hier? Nein, wie gesagt, ich studiere seit 3 Jahren an der Ernst Busch Berlin, dafür bin ich aus Wien hergekommen. Und bleibst du dann oder ist das sozusagen ein Gaststudio? Ich habe schon vor, hier zu bleiben, vor allem jetzt, wo sich da so ein paar Möglichkeiten auftun, die es in Wien zum Beispiel nicht gibt, ist es schon ganz spannend, gerade in Berlin, dass es möglich ist.
Okay. Es soll ja schon Obergrenzen geben für Stegelzer, die nach Pankow ziehen. Ich weiß jetzt nicht, was für Obergrenzen noch so die Politik alles plant. Darauf wollte ich nicht hinaus, Olaf. Klingt aber so ein bisschen so. Gut, okay. Wer möchte denn von euch einfach mal erzählen den Leuten, was letztes Jahr genau los war? Wir stellen dann Fragen. Vielleicht fängt einfach mal jemand von euch an zu berichten. Wie hat das angefangen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie habt ihr dann begonnen, da an der Volksbühne einfach mal los? Und wir stellen dazwischen Fragen, wenn wir was wissen wollt. Also ich kann quasi die Anfänge eigentlich nur aus Erzählungen wiedergeben, weil ich da selbst noch nicht im Kollektiv aktiv war. Aber die Anfänge waren wohl so, dass während der Besetzung des Instituts für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität, damals wegen der Personalie André Holm, zu diesen Besetzerinnen kamen Mitarbeiterinnen der Volksbühne und haben gefragt, ob es denn grundsätzlich möglich wäre, so eine Aktion auch in der Volksbühne durchzuführen. Wie gesagt, ich war da nicht dabei. Ich war damals weder im ISW, noch kannte ich diese Besetzergruppe oder sonst was, wurde mir anschließend nur erzählt. Und im Anschluss haben wohl regelmäßige Treffen stattgefunden mit Mitarbeiterinnen der Volksbühne und Besetzerinnen und Studenten und wie auch immer. Diese Gruppe wuchs allmählich und ich selbst bin im März dazu gekommen und habe tatsächlich das letzte Treffen an der Volksbühne noch erlebt. Also diese ersten Treffen haben noch in der Volksbühne selbst stattgefunden, auf der Studiobühne. Und da waren unterschiedliche, also aus den Gewerken Leute, da waren aber auch Dramaturgen, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber es waren unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen beteiligt an diesen Planungen und Gesprächen. Und es wurde sich aber dagegen entschieden. Also mein erstes Treffen war deren letztes Treffen. Und man hat entschieden, oder die Gewerke haben entschieden, dass sie das doch nicht wollen. Dass es ihnen zu heikel ist, dass sie, also ganz unterschiedliche Gründe. Es wurden Ängste ausgesprochen, da ging es um das Gebäude. Es waren Ängste um die eigene Reputation. Es ging darum, wie steht man denn da? Man möchte nicht so wirken, als hätte man irgendwelche Besitzansprüche an dem Haus und so. Es waren ganz unterschiedliche. Und wie gesagt, ich war neu, ich habe das alles irgendwie aufgenommen und kannte auch die Fronten nicht, was gibt es. Ich weiß auch nicht, was vorher besprochen worden ist. Aber man hat dann quasi entschieden, dass man diese gemeinsamen Gespräche jetzt einstellt. Und das Kollektiv selbst hat sich da weiter getroffen, in verschiedenen Institutionen und hat weiterhin Kooperationsarbeit gemacht. Das Kollektiv war ja sowas, wir benutzen gerne das Wort Enabler-Kollektiv, also natürlich so ein bescheiter Anglizismus, aber es ging uns. Erklär's bitte. Genau, also wir waren im Grunde eine Gruppe, die organisatorische Arbeit geleistet hat, insofern, dass wir durch die Stadt gepilgert sind und mit Menschen gesprochen haben, wie sie sich dann Stadttheater in Zukunft vorstellen, was ihre Probleme sind, was sind existenzielle Ängste von Menschen und so weiter, von Künstlerinnen, aber auch von Mieterinnen und so weiter. Und wie kann man alle diese Themen zusammenbringen und wäre nicht dieser symbolische Ort, der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, der richtige für eine gemeinsame Aktion? Also wir haben mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen. Wir waren in Theatern, in der freien Szene unterwegs, in Ateliers, in Freiräumen, in Clubs, in wie auch immer. Also wir haben mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen und so, dass wir am Ende etwa von 3000 Einzelpersonen Zusagen hatten, dass sie sich an dieser Kunstaktion beteiligen wollen. Genau. Und wir haben ja, ich meine, online ist eine Unterstützerliste, daraus geht da ja vor, dass da viele, also was weiß ich, aus der Wissenschaft, Professoren, Künstlerinnen, Künstler aus allen Bereichen. Klingt das ein bisschen so, als ob es ursprünglich mal direkt aus dem Bereich der Volksbühnenmitarbeiter als Idee kam, genau. Sich dann aber verselbstständigt hat. Richtig. Also das heißt, ursprünglich war es möglicherweise auch eine Art Protestaktion gegen die Vergabe der Intendanz. Auf jeden Fall. Und was ihr dann gemacht habt, hatte das denn überhaupt noch irgendwas mit dieser Frage Kastorf versus Erkorn zu tun oder habt ihr euch davon vollkommen emanzipiert? Das ist ein komplexes Thema. Ja? Also so einfach ist es nicht. Es ist natürlich schon so, ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, dass ich diesen Internantenwechsel so wie er stattgefunden hat und dass ich das als unsäglichen Affront empfunden habe. Für mich, ich bin seit über 20 Jahren in die Volksbühne gegangen. Für mich ist es das beste Theater des Landes.
und gewesen. Das ist jetzt nicht mehr. Für gelachte Publikum. Ich bin jetzt kein fanatischer Fan irgendeines Regisseurs oder sonst was gewesen, aber es war für mich schon, es hat mich geprägt. Es hat mich ästhetisch geprägt, es hat mich künstlerisch geprägt in meiner Arbeit. Und ich habe das Theater geliebt. Und so wie, Christi Ackmann als Person interessiert mich im Grunde nicht, sondern mich interessiert die politische Agenda, die dahinter steckt. Mich interessiert das, was er vorgestellt hat, wie er sich Theater vorstellt in dieser durchgentrifizierten Mitte Berlins. Und das hat also, das hat mit meinen Vorstellungen korreliert, sag ich jetzt mal. Weil ich würde mir wünschen, dass dieser Vorgang der Gentrifizierung aufgehalten und wenn möglich rückgängig gemacht wird und nicht, dass man quasi sagt, wie jetzt auch der neue Interimsintendant sagt, es ist längst durchgentrifiziert und dann müssen wir jetzt arbeiten und so muss dann auch Theater aussehen. Das sehe ich so nicht. Aber ich rede die ganze Zeit, ich würde gerne auch mal abgeben. Ich könnte vielleicht ein bisschen was zu der Frage eben noch von einer anderen Perspektive sagen. Also ich schließe mich auf jeden Fall von meiner Seite auch komplett an, dem, was Sarah schon gesagt hat. Des Weiteren, wie es für mich dann war, also ich, die ja dann etwas später dazu kam und eingestiegen ist, eben ab dem Tag, wo es dann tatsächlich losging an der Volksbühne, wie es dann weitergegangen ist, was für mich auch besonders spannend war, ist, dass man sich, also es wurde so runtergebrochen, man war dann eben wieder auf Null drin in diesem Theater, die Basisdemokratie wurde ausgerufen, alle möglichen Menschen waren da, es war Chaos und gleichzeitig irgendwo ein roter Faden, den man spüren konnte und dem man gefolgt ist auch. Und diese Möglichkeiten, die sich durch diese Freiheit aufgetan haben in diesem riesen und sehr eindrucksvollen Haus und in einem so handfesten Theater einfach auch, war diese Möglichkeiten, die sich da aufgetan haben, also da ist mein Schauspieler, mein Künstler, mein Menschenherz einfach übergeflossen bevor. Und daraufhin weiterzuarbeiten und zu sehen, was denn möglich ist, wenn man sich am Theater wirklich damit beschäftigt, wie kriegt man denn eine heterogene Gruppe rein? Was kann man denn noch machen, wenn es nicht nur darum geht, dass man einen Intendanten hat, der einen Spielplan hat, der funktioniert und wo man die Leute reinkriegt und wo man dafür auch gute Kritiken bekommt, sondern wenn man wirklich versucht, diese Grauzone zwischen Kunst und Kultur und dem tatsächlichen Einschreiten in der Gesellschaft irgendwie zu erforschen und noch ein bisschen auszuprobieren. Und da ist es halt ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, wer macht was, warum und besonders für wen. Und meiner Meinung nach hat diese Inszenierung B6112 diese Fragen sehr brachgelegt und sich stark damit beschäftigt, was ich von Anfang an unglaublich faszinierend und notwendig fand. Hattet ihr denn von vornherein ein Programm, eine Idee oder irgendwie habt ihr gedacht, das ergibt sich dann von selbst, wenn wir erstmal im Laden drin sind? Das ist auch im Grunde Teil der Geschichte. Denn eigentlich war der Beginn der Inszenierung schon für Juli geplant und wir hatten ein relativ gut ausgearbeitetes Programm für 3 Monate und es hat dann ein Gespräch stattgefunden mit Mitarbeitern der Volksbühne, wo es darum ging, es sei, aber falls das doch eine längere Sache wird, dann wären ja die Urlaube gefährdet im August. Und dann haben wir hin und her diskutiert, weil wir meinten, wir können jetzt den Leuten nicht absagen, weil Einzelpersonen Urlaub brauchen oder so. Wir wussten nicht so richtig, was wir machen sollen. Jedenfalls haben wir 1,5 Stunden heftig hin und her diskutiert. Das endete dann damit, dass ein privater Sicherheitsservice an der Volksbühne positioniert wurde für 2 Wochen. Von wem? Von den Angestellten dort, oder? Ja, ja. Also, genau. Von der Leitung, von wem auch mal. Wer das jetzt persönlich in Auftrag geben hat, weiß ich nicht. Das ist ja wohl eine ziemlich teure Angelegenheit. Und wir mussten dann auf einen Alternativtermin ausweichen. So. Und daran. Genau, und also ich meine, wir hatten natürlich Programm. Also wir hatten verschiedene, also auf unserer Unterstützerinliste seht ihr ja, es gab verschiedene freie Theaterkollektive, die was zeigen wollten. Wir hatten Konzerte, Vorlesungen, es gab Professoren hatten sich angemeldet mit einer Performance, das lebende Lexikon, es gab Kapitalschulungen, es war da mehr Programm. Kapitalschulungen, ja, warum denn nicht? Also, weil früher war das meine Pflicht. Also, bitte?
Am Rosa-Luxemburg-Platz heißt das dann wahrscheinlich aus Karl Marx das Kapital. Richtig. Das muss jetzt nochmal deutlich ausgesprochen werden. Ja, das ist Ach, das war missverständlich. Also ich wusste nicht, dass wenn ich das sage, dass das dann missverständlich ist. Also nein, ich meine natürlich Kapital von Karl Marx, Schulungen. Verstehe. Aber kann man jetzt erstmal sagen, diese 3 Monate Programm, die ihr da aufgelegt habt, die schließen quasi in ein Vakuum, weil genau das die 3 Monate waren, wo es aus der Internationalkon nicht einen einzigen Termin gab. Also es war ja so, hat ja angefangen mit einer großen Pause, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder hat sich das da schon gebissen mit Planungen? Naja, es gab schon Programme, aber das wurde kurzfristig abgesagt. Aber ich würde sagen, da sollte sich vielleicht die Presse drum kümmern, das aufzuklären. Das wäre ziemlich meine Aufgabe, finde ich. Naja, aber irgendwie seid ihr ja in das Haus reingekommen und irgendwie seid ihr da rausgekommen. Das Haus stand offen und wir sind da, also irgendwo stand neulich in der Zeitung nochmal in der BZ, wir hätten in der Nacht das Haus besetzt. Natürlich Quatsch. Wir sind da am herrlichen Tag um Punkt 15 Uhr in die offenen Türen reingegangen und haben dann die Presse informiert und die war natürlich auch schon vorher informiert, dass in 2 Stunden eine Pressekonferenz stattfinden wird und da hat eine Schauspielerin, die unsere Pressesprecherin verkörpert hat in dieser Inszenierung, zumindest am ersten Tag, hat dann dort eine Presseerklärung abgegeben. Aber ich hatte aus der Presse entnommen, ob das stimmt, das kannst du mir jetzt sagen, dass ihr im Vorfeld schon mit Derkmann abgesprochen hattet, dass ihr besetzen oder reingehen wollt ins Haus. So habe ich das irgendwo gelesen oder stimmte das so nicht? Wir haben ihn informiert, ja. Okay. Also es hat ein Treffen stattgefunden, es war am 23. August, auch das steht ja in der Presse. Es war tatsächlich so, er und auch sein Pressesprecher waren dabei. Es war ein nettes Gespräch. Ich habe ihn als sehr charmant und freundlich empfunden. Ich habe ihn bei diesem Gespräch, ja, muss ich natürlich dazu sagen. Er hat mit großem Verständnis auf unsere politischen Anliegen reagiert. Und hat in keiner Weise gesagt, dass das auf keinen Fall geht. Im Gegenteil. Also wir haben eigentlich gedacht... Hat euch ermuntert oder war neutral? Nein, er war erstmal sehr interessiert. Also er hat erstmal gefragt, wer seid ihr? Warum macht ihr das? Was ist euer politisches Anliegen? Habt ihr was gegen mich persönlich? Bin ich es oder wie auch immer? Und ich habe ihn versucht, das politisch... Also ich meine, vielleicht ist es auch wirklich für jemanden, der von außerhalb kommt, gar nicht so einfach, das politisch zu durchdringen. Also es geht im Grunde um sozialdemokratische Nuancen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, bei der ganzen Kiste. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der dafür kein Verständnis aufbringt, warum die Leute sich jetzt plötzlich so echauffieren über so ein Thema. Und das habe ich ihm versucht zu erklären. Und er war nett und hat gesagt, ja, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit Paul Mason gemeinsam darüber auf der Bühne zu diskutieren. Und er müsste mir unbedingt Alexander Kluge vorstellen, den würde ich mich wahnsinnig gut verstehen. Und wir sind auseinandergegangen und haben gesagt, vielen Dank und bis bald. Und eigentlich haben wir erwartet, dass er sich nochmal meldet. Und das hat er nicht und wir haben das im Grunde als mündliche Absprache interpretiert, ist richtig. Genau, so war es auch in der Presse, aber hat er ja so getan, als wäre das nicht in seinem Sinne gewesen oder... Habe ich das auch falsch verstanden? Soweit ich weiß, hat er keine Interviews zu dem Thema gegeben. Also das ist jetzt dann aufgeschnapptes Wissen. Also ich weiß da nichts drüber. Also er hat sich nachher völlig enthalten? Soweit ich weiß, hat er sich dazu nie geäußert. Ja, nee. Okay. Danke. Müsste ich lügen. Patty, möchtest du auch noch was sagen? Oder hast du eine Frage an die beiden oder soll man eine Musik machen? Naja, ich versuche mir das jetzt gerade so praktisch vorzustellen. Also ihr hattet eine Kunstaktion, wo eine Schauspielerin eine Pressesprecherin dargestellt hat. Mhm. Da hat die ja Sachaussagen getroffen. Haben diese Sachaussagen sich dann irgendwie tatsächlich manifestiert oder war das quasi nichts weiter als eben eine Kunstaktion, die in sich selber dann auch schon wieder surreal gewesen ist, weil die Sachaussagen dann was ganz anderes gemacht haben, als das, was sie dann anschließend gemacht haben. Oder anders gesagt... Medienvertreter, beispielsweise in 10 Tagen findet das und das statt. Sowas in der Art. Das hat sie gesagt? Nee, Frage, ich habe den Text geschrieben, ich kann ziemlich genau sagen, was da gesagt wurde. Was wurde denn da so gesagt? Ich hab den nicht gelesen, also auch wenn du ihn geschrieben hast. Naja, sie lädt darin die Stadt ein, sich an diesem Kunstwerk zu beteiligen. Und Künstler und Künstler sind aufgefordert, dieses Kunstwerk jetzt mitzugestalten.
Also es ist erstmal ja eine Einladung, neben der Erklärung, wer wir sind und warum wir, wo wir politisch stehen und so weiter. Was wurde in erster Linie eine Einladung ausgesprochen, würde ich zusammenfassen. Willst du nochmal? Wir haben die Volksbühne für die Bevölkerung in Berlin geöffnet und haben sie einfach eingeladen. Und das war im Vorfeld so abgesprochen mit unserer Pressesprecherin. Da hatte ich einige Treffen mit ihr zusammen gehabt und mit Sarah natürlich zusammen das Ganze ausgetüftelt. Und das ist genau das gewesen, was wir wollten. Und die Berlinerinnen sind im Aufruf schönerweise endlich gefolgt und haben sich das zurückgenommen, was ihnen eigentlich auch gehört. Ja, 3000 Unterstützerinnen und Unterstützer habt ihr da schon gesagt. Wie viele waren denn dann tatsächlich drin? Es sind wesentlich mehr auf jeden Fall gewesen. Es sind in den ersten 24 Stunden Dutzende oder vielleicht auch Hunderte gekommen. Und natürlich verliert man auch ein bisschen den Überblick, wer das alles kommt. So, ne? Das hat man ja gesehen am ersten Wochenende, wo wir locker über 20.000 Menschen irgendwie dort hatten, die Tag und Nacht da gewesen sind. Neben den kulturellen Programmen hatten wir auch natürlich auch ein Partyprogramm gehabt, was ein sehr großes Thema in Berlin übrigens ist. Club Culture sozusagen, Verdrängung von Clubs, was ja auch irgendwie zur Kultur mit dazugehört. So sehen sich zumindest ziemlich viele Clubkollektive in Berlin letztendlich auch. Deswegen haben wir auch so eng mit ihnen zusammen kooperiert gehabt und hatten aber auch Theateraufführungen gehabt in den ersten 72 Stunden mit drin und ist rund um die Uhr viel los gewesen. Ich denke mal, das können auch so einige Politikerinnen in Berlin bezeugen, die wir dann zufälligerweise auch gleich vor Ort getroffen haben. Um da jetzt auch noch so ein bisschen meinen Senf dazu zu geben, auch was, was eben die Clubkultur betrifft, also was eben, was ich schon spannend finde, weil ich ja auch aus der Schauspielerecke komme, das heißt, man verkehrt halt dann auch schon in den Kreisen und ich kenne viele Leute, die das mitbekommen haben von außen und die da sehr gespaltene Meinungen hatten, aber das auch nicht unbedingt gut fanden, was da passiert ist, das sehr verurteilt haben, was da passiert ist, haben gesagt, das ist eine politische Aktion, das macht dann Theater, die Theaterleute. Dann haben sie gesagt, geh doch ins Rathaus oder geh doch die Straße, mach eine Demo. Die haben nicht genau verstanden, warum wir dieses Theater nehmen. Weil wir wollen ja dieses Theater haben. Also wir wollen ja die Volksbühne haben. Wir wollen da gerne spielen, wir wollen da gerne gute Sachen mitmachen. Inspiriert und voller Freude von dem, was da bisher passiert ist, auch weiterhin. Anders, aber schöne Dinge auf diesem Haus, auf diesem Boden machen können. Und hässliche. Dann haben wir das eher als Aufschub empfunden, dass da jetzt Leute reingehen und das irgendwie politisch machen wollen. Das habe ich von Anfang an sehr spannend gefunden, diese Diskrepanz zwischen Politik und Theater, weil meiner Meinung nach greift es doch automatisch ineinander über und kann sich gegenseitig sehr befruchten und es ist wichtig, dass man da wach ist, sowohl die Politik, was im Theater passiert, eigentlich, als auch das Theater, eben was in der Politik passiert und das versuchen zu verbinden, um eben tatsächlich versuchen, etwas auf die Beine stellen zu können. Und ich fand es ganz spannend, wie die Leute auf diese Aktion eingegangen sind. Und ich habe mich dann auch gewundert, warum das so zerlegt wurde von so vielen Leuten. Weil also manche Dinge waren ja sehr klar. Und das, also der ganze Stadt war klar, es war nicht geil, wie das abgewickelt wurde. Es ist nicht geil, was da jetzt gerade passiert im Vergleich zu dem, was vorher passiert ist. Es ist nicht geil, dass man da nicht mitsprechen kann. Und dann denkt man sich, irgendwie ist Politik ja auch nicht so geil, da kann ich ja auch nicht so wirklich mitreden. Wo kann ich eigentlich mitreden? Wie kann ich eigentlich mitreden? Was ist die Macht, die ich als Einzelperson habe? Oft genug hat man ja, ich kann eh nichts machen. Wer, was, wo? Und dann kommt da eine Aktion hin, die sagt, so, wir sind jetzt einfach mal hier drin, jetzt sind wir auf einmal ganz viele und jetzt auf einmal haben wir Gehör. Und wir sind hier drin, weil wir sagen, uns haben gewisse Dinge nicht gepasst. Und wir wollen das damit, dass sich die Leute damit auseinandersetzen, dass sich die Politik, die mir als Einzelperson nicht zuhört, jetzt auf einmal zuhört und sich damit wieder beschäftigt. Und das ist halt passiert, als ich da reinging. Dieses ganze linke Foyer war voller Menschen, heterogene hätte diese Gruppe gar nicht mehr sein können. Und jeder, der stand da, hat in dieser transmedialen Inszenierung praktisch sich selbst geformt und sprach zu den Leuten direkt und unmittelbar. Und das ist Theater. Danke. Der bedingungslose Nachmittag live aus Speichers Rock und Bluesklein, bevor lauter Link verkünden, habe ich vorhin vergessen. Wer da vorher eingespielt wurde. Vorhin war das Uschi Brüning mit dem Blues für L und das jetzt war Achim Reichel mit Herr von Rebeck. Fontane des Grüßen, aber das, was wir musikalisch gehört haben, war durchaus auch noch etwas sehr Irisches, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, wir haben auch weiterhin den Chat, aber da ist bisher keine Frage gekommen, insofern fragen wir munter weiter. Genau, wir kommen jetzt zur Meckerrunde.
nenne ich das jetzt einfach mal, weil es gab ja auch viel Kritik an eurer Aktion und da würde ich jetzt gerne mal drauf eingehen. Ihr wurdet als jugendliche Krawalltruppe bezeichnet, beziehungsweise man hat euch vorgeworfen, dass ihr euch erdreistet, im Namen aller Berlinerinnen und Berliner zu sprechen, die aber diese Bühne gar nicht besetzt haben wollten. Was sagt ihr dazu? Vielleicht mal der Reihe nach oder Sarah Finken. Also woher der Vorwurf kommt, wir hätten uns erdreistet, für alle Berlinerinnen zu sprechen, kann ich nicht so ganz verstehen, weil es ja ziemlich klar ist, dass wir eine Minderheit repräsentieren, nämlich radikale Linke, würde ich es jetzt mal nennen, im weitesten Sinne. Seid ihr alle radikale Linke in dieser Gruppe Staubsblitzer oder ist das... Ja, okay. Auf jeden Fall. Also wir sind in unterschiedlichen Verbänden oder sonst wie organisiert, wir sind jetzt nicht homogen. Aber wir sind doch alle radikal links, ja, würde ich so sehen. Und natürlich wissen wir, dass ganz besonders die radikale Linke in sich gespalten ist. Und ich wüsste nicht, wer von uns sich angemaßt hat, für eine sehr, sehr große Gruppe von Menschen zu sprechen. Nee, kann ich nicht bestätigen. Also, weiß ich nicht. Und jugendliche Krawallgruppe, ja, darüber rege ich mich sehr, sehr gerne auf, weil zum Beispiel Peter Laudenbach, und ich weiß nicht genau, wie jetzt die Wortwahl ist, aber im weitesten Sinne geht es immer darum, wir seien Jugendliche, wir hätten keine Ahnung vom Theater. Leander Hausmann hat jetzt gerade in einem Interview gesagt, die Volksbühne seien mal keine Jugendherberge. Und ich würde wirklich gerne wissen, woher wie Menschen darauf kommen, dass wir Jugendliche seien. Also, verstehen. Ich habe einen 16-jährigen Sohn zum Beispiel, den würde ich jetzt als Jugendlichen bezeichnen. Und ich sag jetzt nicht, wie alt ich bin, sag auch nicht, wie alt du bist, aber ja, das finde ich ganz schön unverschämt, ehrlich gesagt. Außerdem, ich meine, die Intendanten reden gerne davon, dass es darum geht, andere Menschen ins Theater zu holen, Menschen ins Theater zu holen, die da sonst nicht hingehen, dass man versucht, was gegen bürgerliche Exklusionsmechanismen zu machen, wie holt man andere Bevölkerungsschichten ins Theater, und ich würde mal sagen, das ist uns grandios gelungen, dort ganz unterschiedliche Menschen reinzuholen. Von Rentnerinnen und Rentner, die uns geholfen haben, die uns mit Lebensmitteln versorgt haben, aus Schulklassen waren da, Elfjährige, also aus den unterschiedlichsten Bereichen waren Leute, die sich dort engagiert haben in dieser Woche. Und Jugendliche waren da nur ganz wenig, würde ich mal sagen. Ich finde es aber auch tatsächlich interessant, dass das Jugendlich oder diese Kinderbezeichnung so negativ verwendet wurde, weil, also so negativ sehe ich das jetzt nicht. Also sie verwenden es ganz gerne herablassend und stellen sich da mit ihrem Alter über uns, aber das leuchtet mir halt nicht ganz ein. Also es gibt wahnsinnig viele tolle Leute, die ich kenne in jeglichen Altersschichten, und es gibt auch ganz viele dumme Leute in jeglichen Altersschichten. Und daher weiß ich nicht genau, was das Alter damit zu tun hat. Also ich würde jetzt mal mich einmischen, entschuldige, dass ich unterbreche. Ich würde sagen, er wollte wahrscheinlich auf eine gewisse Naivität anspielen, dass ihr glaubt, einfach da rein spazieren zu können. Naja, wunderbar. Also hätte ich ein gewisses Grad an Naivität gehabt, dann wäre vielleicht eh nichts passiert. Ja? Also Gott sei Dank sind wir halbwegs jung und trauen uns noch zu träumen und trauen uns noch tatsächlich radikal zu werden und wirklich was zu tun. Und also dazu eh auch, also linksradikal, was stellt man sich da drunter vor? Ja? Wenn meine Mama linksradikal hört, dann dreht sie den Schlag und sie hat sie auch linksradikal. Ja? Also kommt drauf an, wie man das jetzt verpackt. Ich soll mir den Link zu dieser Sendung schicken. Bitte, ja, natürlich, nachdem ich nicht erklärt habe, können wir das machen. Mama ist eh stolz auf mich. Also ich bin links, ja, und ich bin radikal insofern, dass ich halt agiere. Also ich habe was getan, ich mache immer, ich sitze hier. Ich zeige mein Gesicht, ich nenne meine Namen, ich gehe raus und ich versuche etwas zu stemmen. Also es ist jetzt, wie will ich vom Thema abweichen, aber es gibt momentan auch eine Solidarisierungsaktion, weil in der Schweiz ja gerade der Engländervorrang eingeführt worden ist. Und da versuche ich gerade alle Schauspielschulen dazu zu bringen, sich miteinander zu solidarisieren und da reinzugehen. Da wollen wir auch eine Aktion starten, das wäre auch schon wieder radikal. In dem Moment, wo man etwas tut und wirklich in eine Aktion tritt und sich ein bisschen was traut, ist man radikal. Aber wenn man das nicht tut, dann wird halt nichts passieren. Also die Leute lehnen sich ja zurück und schauen an, was passiert und regen sich sehr gern darüber auf, sehr lang und breit in sämtlichen Bars, Cafés, Restaurants. Das machen wir in Wien auch ganz gern. Wir haben dafür sogar einen Begriff, aber den verrate ich jetzt nicht. Und es passiert dann halt immer nichts. Ja, und wir haben halt das probiert.
Und ich glaube, es wäre ganz schön, wenn sich die Leute nicht immer mit ihrer Kritik so überwürfeln, so überwerfen würden, sondern mal schauen, was ist die Grundaussage, was probieren diese Leute, finden wir das gut, finden wir das nicht gut, wenn wir es gut finden, wie können wir da mit einsteigen, helfen, wo sehen wir Schwächen, wo können wir helfen, diese Schwächen auszumerzen. Wenn das passiert wäre, wer weiß, wo wir wären, wo die Volksbühne wäre, wo Berlin wäre, wo Europa wäre, etc. Es bleibt ja jeden Applaus. muss man ansagen, dass es Applaus gab, sonst hört es keiner. Es bleibt die Krawallmacherei als Vorwurf. Und wenn ich mich richtig erinnere an das, was das Castorf-Theater eigentlich repräsentiert hat, was das Castorf-Theater an Widerständigkeit produziert hat, 89-90, habt ihr ja eigentlich genau diesen Geist von damals wieder in die Volksbühne hineingeblasen. Der Protest richtete sich dann eigentlich wahrscheinlich dagegen, dass es wurde ja auch gegenüber der Castorf-Intendanz und überhaupt gegen den ganzen Theater, das dort gemacht wurde, gesagt, das hat sich jetzt überlebt, das ist nicht mehr zeitgemäß, es braucht quasi diese Form von Widerständigkeit nicht, jetzt braucht es eben was ganz anderes, jetzt braucht es eben mehr oder weniger diese verbindende Geschichte. Das war ja so, wohl das Konzept, weswegen man Castorf auch entsorgt hat. Hat sich denn Castorf, ja so habe ich das verstanden, also wir brauchen keine Radikalität eines Frank Castorf mehr. So habe ich das jetzt irgendwie als politische Botschaft wahrgenommen. Nachdem es ja ursprünglich mal von den Mitarbeitern ausging, inwieweit habt ihr denn eigentlich die Brücke zu der Radikalität von vor 25 Jahren geschlagen? Oder habt ihr da aus der Gegend dann überhaupt keine großartige Unterstützung mehr bekommen, außer wir haben übrigens Urlaubspläne und müssen in den Urlaub gehen? Ich darf da noch ergänzen, wir haben da schon viel drüber gesprochen. Ich habe gesagt, Castorf war postdramatisch und das meintest du wahrscheinlich. Postdramatisch, das hat sich dann sozusagen überlegt, das war nicht mehr zeitgemäß, jetzt sollte es wieder konservativ werden, aber gut, das wird Sarah uns jetzt beantworten. Okay. Also meine letzte Vorlesung zur Postdramatik, da habe ich ja Folgendes erklärt. Nein, also... Auch das würden wir auch sehen. Also ich würde erstmal sagen, dass die Volksbühne doch viel mehr noch war als nur Castorf. Die Volksbühne, das war ja ein riesiges Ensemble, was... erstmal würde ich mich dagegen absolut verweigern, Castorf und Volksbühne synonym zu verwenden. Ja? Und ich glaube, dass die Menschen die Volksbühne ganz unterschiedlich erlebt haben. Es gibt auch Leute, die waren einfach nur zum Feiern. Ich habe da auch ja jahrzehntelang war ich da einfach zum Party machen. Was heißt das? Also, ich bin da nicht einverstanden. Für dich ist die Volksbühne Castorf, für mich nicht. Also ich politische Botschaft ist ja nicht unbedingt an seine Person gebunden, aber an die ganze Diskussion, die mit ihm stattfand, die er auch nicht ganz unwesentlich beschirmt hat. Also ohne ihn hätte es ja, glaube ich, diese ganze Ausrichtung der Volksbühne so nicht geben können und auch nicht so lange geben können. Insofern, ja, würde ich schon behaupten, das, wofür die Volksbühne stand, das lässt sich auch mit einem Namen Castorf, wie man ihn hatte, die meisten Leute auch dazugeholt, die dann dort sich auf der Bühne bewegt haben oder dort inszeniert haben oder sonst was gemacht haben. Vielleicht stand aber die Volksbühne auch viel enger in Verbindung mit dem Namen Rosa Luxemburg, also weiß nicht. Und ich glaube, das ging mir so. Es gab Applaus im Publikum, muss ich jetzt dazu sagen. Ja? Nicht, dass der hier unterschlagen wird. ein Gedanke dazu, also die Volksbühne gab es halt auch schon vor Castorf. Und ich finde gerade die ganze Entstehungsgeschichte, wie dieses Haus überhaupt, warum es jetzt steht, wo es steht und dass es steht und was der Prozess war und was die Idee dahinter war, dieses Haus dahin zu stellen und was damit passieren sollte, Arbeitergroschen, Werte für alle etc. Also das ist halt auch nicht zu verachten tatsächlich und daran ist nach wie vor anzuknüpfen und Castorf hat das wahnsinnig befeuert und er war halt unglaublich in dem, was er gemacht hat und diese Linie, die er gemacht hat und wie er es gemacht hat und wie er tatsächlich auch da angeknüpft hat, natürlich war das großartig, aber das, also, und das, was man halt der Volksbühne, wie sie war, auch noch wirklich zugutehalten muss, ist, es war halt eine geölte Maschine, also die Leute haben halt miteinander, es war verzahnt, die Leute haben genossen, dort miteinander zu arbeiten, es
wurde viel Vertrauen ausgesprochen. Jetzt gerade war ja Akademie der Künste, Vorsicht Volksbühne, da wurden ja ganz viele Leute eingeladen, die Leute haben viel erzählt auch. Und man hat einfach gemerkt, das war wirklich eine Theaterfamilie. Also das strebt man immer an, wenn man ins Theater kommt. Man wünscht sich, dass es am Haus eine große Familie ist, was nicht immer der Fall ist. Und dort scheint es aber tatsächlich in diese Richtung sehr stark gegangen zu sein. Die Leute scheinen da sehr glücklich gewesen zu sein, was auch in diesem Überthema Volksbühne, warum es wo steht und dass es steht, passt. Ein Respekt der Leute, miteinander zu arbeiten. Okay. Da wollen wir uns aber jetzt auch nicht drauf an. Olaf, bist du damit zufrieden, nicht, dass wir uns da jetzt drauf aufhängen? Sagen wir mal so, die kulturelle Ausrichtung, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber da habe ich ganz andere Meinungen dazu. Okay. Kann ich das mal so festhalten. Okay, aber das lassen wir stehen, weil wenn wir die jetzt ausdiskutieren, kommen wir nicht mehr. Kannst du das aushalten? Muss ich ja wohl. Gut, okay, wieso kann man es aussehen? Wir kommen nochmal zum roten Faden zurück. Es geht ja um die Kritik. Das, was euch vorgeworfen wurde jetzt. Also das ist ja ganz normal. Wenn man Kritik an einer bestimmten gesellschaftlichen Situation hat, ob die an einem Theater ist oder anderswo, kann natürlich auch eine Kritik kommen. Die ist natürlich bei manchen Leuten angekommen bei uns, die uns komische Sachen vorgeworfen haben, wie du schon eingangs erwähnt hattest, dass wir für ganz Berlin sprechen. Nein, ist nicht der Fall. Ich selber bin seit über 10 Jahren politaktivistisch in Berlin unterwegs, Mieterinitiativen, Occupy, sonstiges, siehst das. Otto-Suhr-Institut Vergangenheit, dort wo ich studiert habe, einer der letzten Studis gewesen, die noch Elmar Altvater genießen durften und so. Und ich habe mir auch nicht angemaßt, und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, dass wir für ganz Berlin sprechen. Wir sind aber ein Teil von Berlin, ganz klar. Wir sind auch ein Teil der Stadt von unten von Berlin. Das sind zumindest die Erfahrungen, die ich habe aus den einzelnen Gruppen, mit denen ich gesprochen habe, politische Gruppen, auch radikal politische Gruppen in Berlin mit drin, die gesagt haben, jo, alles klar, probiert das mal aus, wir glauben zwar nicht so ganz so dran, etliche Leute haben nicht an uns geglaubt gehabt, wir haben es aber einfach mal gemacht gehabt, verdammt nochmal, wir haben uns einfach mal selbst ermächtigt, was in Berlin schon lange der Fall ist, wo es auch eine Tradition gibt, ob wir jetzt an die Instandsbesetzerbewegung denken wollen in den 80er, 90er Jahren, so. Die haben es einfach gemacht, wir haben es gemacht, wir sind avantgardistisch, würde ich behaupten wollen, in einem bestimmten Kontext, vorangegangen. Natürlich hatten wir Kritik, wir stehen zu unseren Inhalten und wer es besser machen möchte, der soll es sehr gerne versuchen und gegebenenfalls können wir die Leute dann auch unterstützen. Was ja auch ein großer Kritikpunkt war, war, dass wir hätten keinen Sinn für Theater, genauso wie nicht mit der kommen, das wurde ja auch immer wieder gerne gesagt, das ging halt in die Ohren, das fanden die Leute ganz cool und haben es immer wieder rausgeholt. Was ich dazu halt sagen muss, ist, also wir sind halt, wie gesagt, ein Enabler-Kollektiv. Wir versuchen, Leute an dieses Haus zu bringen. Wir versuchen, dieses Haus wirklich öffentlich zu machen und zugänglich zu machen für zum Beispiel die fabelhafte freie Szene, die es in Berlin gibt, die aber nur in ihren kleinen Spielstätten arbeiten können, die sehr wenig Möglichkeiten haben, gerade finanziell, die sich wirklich die Zähne ausbeißen, tolle Sachen zu machen und denen auch mal die Möglichkeit zu geben, da reinzukommen. Oder Künstler, die nirgends die Möglichkeit haben, zu spielen. Und es ist aber nicht so, als hätten wir es uns so einfach gemacht und einfach gesagt, okay, wir machen jetzt auch, alle kommt, wenn ihr wollt, sondern es gab ja von der Kooperationssektion Monate, also wirklich harte Arbeit und wie gesagt, auch mit Erfolg eine sehr lange Kooperationsliste von Leuten, die sich ja einverstanden erklärt haben, das für uns zu tun oder mit uns dort das zu machen und diese Plattform zu nutzen und die ein Teil sein sollte. Und es sollte halt auch am Haus etwas passieren. Dafür braucht man Zeit. Wir haben etwas ausprobiert. Wir waren sehr gut vorbereitet und dann konnten wir aber nicht rein. Und dann sind uns halt die ganzen Leute abgesprungen, weil die haben sich halt ihre Termine freigehalten, dass sie da zu dem Zeitpunkt ihre Sachen machen können. Jetzt konnten wir da nicht rein wegen den Sicherheitsleuten, also mussten wir später. Da haben wir gesagt, wir machen den Fehler nicht nochmal, weil die Leute können nicht wieder anreisen, sich Termine blockieren. Das war uns schon sehr unangenehm beim ersten Mal, dass sie da nicht reinkommen konnten. Also natürlich hatten wir da zu wenig Kunst in dem Sinne, zu wenig Acts, zu wenig Leute. Hätte man uns mehr Zeit gegeben, hätte das, ich gebe es nicht. Also es ist halt eine andere Art von Kunst dort passiert. Die Leute, die dann kamen, die spontan kamen oder die immer noch konnten oder das, was halt dann spontan mit den Leuten dort passiert ist. Aber natürlich hatten wir ursprünglich ein anderes theatrales und künstlerisches Angebot geplant. Also ich sehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht so, dass das wirklich Kunst stattgefunden hat, weil erstmal war diese Aktion selbst eine Inszenierung. Und zwar eine riesengroße, fette, bombastische, geile Inszenierung, in meinen Augen. Da können Leute sagen, sie sehen es anders, sie sehen darin kein Kunstwerk, das war für die eine schlichte Besetzung
Und da ist natürlich jeder in seinem Selbstverständnis auch frei, das so zu sehen. Aber wir haben das organisiert. Wir haben im April eine Abstimmung gehabt, die eine Konsensentscheidung zur Folge hatte, dass das ein Performance wird. Unser Arbeitsbegriff war Performance. Letztendlich ist es ein performatives Kunstwerk, wie auch immer. Die Transmedialität ergibt sich einfach aus dem Umstand, aus unserer medialen Umgebung, weil automatisch die Medienberichte mit zu dieser Inszenierung gehören. Insofern, das kann man jetzt crossmedial, also man kann sicherlich auch andere Begriffe bemühen, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Sondern es geht darum, dass die Reaktion der Öffentlichkeit Teil der Inszenierung selbst ist. Und dafür, dass wir quasi als Kollektiv an der Volksbühne debütiert haben, und das durchaus erfolgreich mit einer riesigen, großen Zuschauer- oder Publikums- oder partizipierenden Zahl, würde ich erstmal sagen, da hat großartige Kunst stattgefunden, nämlich kollektive Kunst. Also diesen Vorwurf würde ich erstmal so nicht gelten lassen. Ich finde es ganz spannend, dass wir bei dem Punkt, wie wir über Kritik von außen reden, auch an einen Punkt kommen, wo wir natürlich auch im Kollektiv viel miteinander im Austausch sind und da auch verschiedene Aspekte hervorheben oder auch Selbstkritik üben, was ja wichtig ist. Ich schließe mich auch an. Also diese ganze transmediale Geschichte war auch etwas, was ich sehr, sehr klug fand, sehr interessant fand, sehr spannend fand. Also dass in dem Punkt, also man sagt einfach, hier, wir machen jetzt eine Inszenierung, das ist eine Inszenierung, das ist eine Performance und sie ist auch 2 Jahre angelegt, es hat ein Ziel und zwar eine kollektive Intendanz und dass das hier passiert, alles was sich davon entwickelt, ist Teil davon. Fand ich schon mal spannend, weil man macht einen irgendwo philosophischen Schritt auch, wo man einfach die Realität mit der Fiktion gleichsetzt und sagt, das ist jetzt Kunst und deswegen ist das Kunst und gleichzeitig passiert aber etwas sehr Reales, also die Kollektive, die sich gebildet haben, die Leute, die da zusammengekommen sind, der Einspruch, der erhoben wurde, die Konversation eben zwischen Liederer und den ganzen Leuten, die da saßen, es ist ja alles ganz real, auch wenn wir sagen, es ist ein Kunstwerk, das wir machen. Das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr spannend, ist aber von meiner Seite her, also von meiner ganz privaten in diesem Punkt, halt eine Sache von vielen, die ich an diesem Theater sehen möchte. Also das ist ein geiler Überbogen, finde ich cool, ist irgendwie clever und man kann damit spielen und es hat super viele spielerische Möglichkeiten auch noch, wenn wir Zeit gehabt hätten, die ausgeübt werden könnten von Figuren, die man kreiert, also zum Beispiel diese Pressesprecherin, die ja eigentlich eine Schauspielerin war. Also in diese Richtung noch so ein bisschen weiter forschen, was kann man machen, hätte ich super viel Bock drauf, hätten glaube ich ganz viele andere Künstler auch viel Bock drauf zu schauen, was da so geht. Aber was ich auch gerne gehabt hätte und was meine Kritik auch daran war, ist, dass dort dann gespielt wird. Dass da wirklich dann Künstler sind, die sich austoben, da waren ein paar da, aber wie gesagt, da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Am liebsten hätte ich auch gehabt, dass dann dort Leute sich treffen und vor Ort etwas proben oder improvisieren oder lesen oder malen oder tanzen. Das ist, wie gesagt, in Ansätzen passiert. Aber mit mehr Zeit hätte sich davon selber eine Struktur auch gefunden, wo die Leute sich finden und miteinander was machen. So ein bisschen eine Herdstelle. Und das hätte mich sehr interessiert. Gut, aber jetzt haben wir ja in Berlin, Olaf, korrigiere mich, wenn ich das falsch darstelle, wir haben meiner Meinung nach ein Gesetz, dass Besetzungen innerhalb von 24 Stunden geräumt werden. Berliner Linie. So, genau. Das heißt also, man hätte ja, also wie ihr das darstellt, das leuchtet mir schon ein, aber nach außen kann man es ja auch als Besetzung darstellen. Jetzt kann man sagen, man hat euch gelassen, man hätte euch aber auch innerhalb von 24 Stunden, das ist richtig, von 24 Stunden muss geräumt werden. Berliner Linie gilt das? Man hätte euch auch innerhalb von 24 Stunden räumen, also ihr habt sozusagen, man ist euch schon entgegengekommen, Lederer zum Beispiel. Ich würde jetzt gerne, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf kommen wollen, auf den Punkt, dass man euch ja auch einen Raum angeboten hat. Wollen wir da jetzt schon drauf kommen oder hast du vorher noch zu der Kritik von außen Fragen oder nee, wollen wir erst eine Musik machen? Ich hätte noch die Frage gehabt, wenn das alles performativ war, wenn das eine Performance gewesen ist, dann waren ja auch andere Beteiligte, mit denen ihr euch vorher nicht abgesprochen habt, Teil der Performance. Richtig. Also dann waren beispielsweise auch die Security-Leute waren Teil der Performance. Inwiefern kann man überhaupt davon sprechen, dass die Performance, das, was ihr angestoßen habt, überhaupt zu Ende gegangen ist? Weil dadurch, dass ihr jetzt nicht mehr in dem Haus seid, geht aber trotzdem in dem Haus der Schock quasi weiter. Also es ist ja so, dass ihr definitiv Spuren hinterlassen habt, auch in der politischen Szene Berlins, auch in der Diskussion über den Umgang mit Kunst und so weiter. Also ist das jetzt alles nur noch der Abspann oder ist das quasi eine Langzeitfolge eurer Performance?
Also, nochmal. Wir haben ja einen sehr klaren Pressetext auf unserer Homepage. Der steht da auch die ganze Zeit schon und den hat unsere... Den beim Film ein, den kann man sich anziehen. Genau, den hat die damalige Sprecherin Rosalia Rabe-Blum hat den vorgetragen und da wurde ganz klar gesagt, das ist der Beginn einer transmedialen Inszenierung. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Wenn Leute das nicht mitbekommen haben, deswegen gab Aushänge und so weiter im Theater, also ich weiß nicht, da hing ein großes Transparent an der Volksbühne, da stand doch Kunst drauf. Damit waren wir gemeint. Und wenn man das ignoriert, also ich weiß nicht, wie es einem gelingen kann, zu sagen, habe ich gewusst, dass das hier Kunst ist. Ich bin hier unfreiwillig in so einer Kunstaktion drin. Ich glaube, das ist wirklich, also das ist lächerlich, das zu sagen. Und gleichzeitig nachwehen, oder ich weiß nicht, wie du es gerade genannt hast, also die Inszenierung läuft. Tatsächlich. Die Inszenierung hat als Ziel, zurück an die Volksbühne zu kommen. Und die Inszenierung ist so lange nicht beendet, bis wir sagen, dass sie beendet ist. Das heißt, auch dieses Gespräch jetzt gerade ist Teil der Inszenierung. Es ist nicht, ne, also man muss die Kunst auch, bitte? Sie ist 2 Jahre, es ist nicht bis 2 Jahre, genau. Wir hatten sie ursprünglich auf 2 Jahre angesetzt, genau. So wird es in der Pressemitteilung erklärt. Und wir wurden nun aus dem Haus verbannt, aber wir hoffen nach wie vor, oder wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir auch weiter an dem Haus installieren werden. Genau. Also ich meine, Transmedialität, da gibt es ja ein Konzept. Das ist nicht was wir erfunden haben, sondern darauf beziehen wir uns. Und da innerhalb dieses Konzepts wäre das jetzt quasi ein Rabbit-Hole. Okay. In das Geschichtenuniversum. Okay, aber wie gesagt, da kommen wir gleich nach der Musik drauf. Man kann es ja auch ganz anders deuten. Man kann ja auch sagen, was erlauben die sich, einfach an die Volksbühne einzudringen. Im Grunde hätte man euch innerhalb von 24 Stunden rausräumen können. Okay, also... Ja, aber da können wir doch gar nichts zu sagen, weil wir wohnen nicht geräumt. Was sollen wir denn dazu machen? Naja, und außerdem, es war nicht unbedingt so, als hätten sie uns den größten Gefallen jetzt getan und waren gnädig uns gegenüber, sondern in einer Stadt wie Berlin, in einem Theater, wo passiert ist, was passiert ist, in diesem Theater, wo passiert ist, was passiert ist, und das dann von den Leuten, die in Berlin wohnen, die Reaktion ist, das nach 24 Stunden zu räumen, also da hätte die Stadt gebrannt, glaube ich. Okay. Bevor jetzt Musik eigentlich sehr auch performativ gewesen. Ja, okay, da kommen wir gleich nach der Musik nochmal drauf. Geht jetzt schon gleich los, mir ist eine Sache eingefallen und ich möchte diesen Spot kurz nutzen. Ich hätte nie gedacht, dass das mal passiert. Aber Mami, alles Gute zum Geburtstag. Der nächste Song ist für dich. Meine Damen und Herren, es ist einigermaßen unglaublich. Wir schreiben heute den 8. Juli 2018 und Horst Seehofer ist immer noch Innenminister. Angela Merkel ist immer noch Bundeskanzlerin und Jogi Löw ist immer noch Bundestrainer. Und dabei sah das vor 2 Wochen so sicher nach Endzeit aus. Der Endzeit von Jogi Löw und Angela Merkel. Ja, dass diese beiden Menschen so viel gemeinsam haben. Beide waren bei Mesut Özil in der Umkleidekabine. Beide amtieren seit 12 Jahren und beide glaubten, ihren Vertrag nochmal um weitere 4 Jahre verlängert zu haben. Und dann plötzlich, was passiert? Wir treten als Weltmeister an und werden Gruppenletzter, von einem Tag auf den anderen. Und dann sah es so sicher aus, Jogi Löw wird von Südkorea aus dem Amt gekegelt und Angela Merkel von Bayern. Wobei die Bayern-Spieler auf dem Platz auch keine gute Figur gemacht haben, sowohl die im Fußball als auch die in der Politik. Das muss man schon mal hinkriegen, was der Dobrindt und der Söder da hingelegt haben, die AfD rechts überholen und dafür Stimmen an sie verlieren. Nichts gegen Populismus, aber Populismus muss man auch können. Stattdessen fliegen die bayerischen Burschen auf die Schnauze und Angela Merkel wird auf einmal wieder beliebt, dass sie das noch erleben dürfte, so kurz vor der Rente. Wenn man den Umfragen glauben darf, dann finden ja die meisten Menschen inzwischen, dass es wichtigere Themen gibt als die Zurückweisung von Geflüchteten. Heißt, wenn jetzt CSU und CDU noch mehr Stimmen an die AfD verlieren, dann ist die Botschaft vom Wähler Thema verfehlt und nicht zu wenig Grausamkeit. Ja, das ist ja das Einzige, was die sogenannten Spitzenpolitiker, ob nun Seehofer oder Dobrindt, ob nun Nahles oder Wagenknecht glaubten, verstanden zu haben. Wir vermissen den Circus Maximus. Lasst die Löwen los. Wir wollen Blut sehen. Und jetzt stellt sich heraus, die totale Aufgabe des Humanismus war völlig umsonst. Die Wähler kommen nicht zurück.
trotz zehntausender Tote. Die Menschen wählen weiter faschistisch. Sie meinen, ich übertreibe. Finden Sie. Ist es Ihnen nicht aufgefallen, neuerdings ist es ein Verbrechen, anderen Menschen das Leben zu retten. Ich warte ja auf den Tag, an dem die italienische Marine ein deutsches ziviles Hilfsschiff versenkt. Deutsche zivile Kampfschiffe versuchen das ja schon. Sie wissen nicht, was ein ziviles Kampfschiff ist. Das sind Kriegsschiffe von Privatpersonen. Ja, weil es tatsächlich in Deutschland Menschen gegeben hat, die die Ungeheuerlichkeit besessen haben, Geld zu sammeln, um Rettungsschiffe zu bezahlen, damit wenigstens ein paar Menschen weniger im Mittelmeer ertrinken, hatten sich die besorgten Bürger Thüringens daran ein Beispiel genommen und haben Geld gesammelt, um Schiffe zu bezahlen, die diese Rettungsschiffe versenken sollen. Das heißt, im Mittelmeer zwischen Libyen und Italien findet gerade ein deutscher Bürgerkrieg statt. Um Flüchtlinge. Die einen Deutschen ziehen sie aus dem Wasser und die anderen Deutschen reißen sie ihnen aus der Hand und schmeißen sie wieder rein. Recht so. Wer in einem Kriegsgebiet lebt, der soll gefälligst dort auch sterben, wie jeder anständige Patriot. Haben wir doch damals auch gemacht. Mein Opa ist an der Ostfront gefallen und von dem kamen auch keine Klagen. Zumindest nicht hinterher. Und wenn sie nicht schwimmen können, warum springen sie dann ins Wasser? Was können wir denn dafür, dass in den Ländern, aus denen diese Menschen kommen, dass die sich da alle gegenseitig umbringen mit den Waffen, die wir ihnen geliefert haben? Was können wir denn da dafür? Von irgendwas müssen wir doch leben, und wenn es der Tod der anderen ist. Was bilden sich diese Menschen eigentlich ein, dass wir keine Probleme hätten? Bei uns ist auch Krieg. Jawohl, Handelskrieg. Gegen Donald Trump, so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Dieses Bewusstsein hat sich ja in deutschen Familien von Generation zu Generation weitergetragen. Also der Krieg, ach der, ja, der war schon schlimm. Aber die Inflation, die danach kam, die war noch viel, viel schlimmer. Wir müssen doch dafür sorgen, dass Deutschland stabil bleibt. Was hätte die Welt denn von einem Deutschland, das nicht stabil ist? Da würde doch kein Mensch mehr zu uns fliehen wollen. Also müssen wir die Geflüchteten abweisen, damit sie weiter zu uns kommen wollen. Denn wenn erstmal alle hier sind, dann will auch keiner mehr herkommen, oder? Logisch, irgendwie. Und damit Deutschland stabil bleibt, müssen einfach erstmal alle weitermachen. Und so wird das Jahr 2018 in Erinnerung bleiben als das Jahr, in dem wir neue Wörter gefunden haben für ganz alte Verhaltensmuster. Wenn man lange nachdem das Rennen vorbei ist, noch ein paar Runden dreht, damit die Muskeln keinen Entspannungsschock kriegen, das heißt ab sofort auslösen. Und wenn man sich die Stirn blutig rennt an einer Mauer, die man zuvor selbst gebaut hat, das heißt jetzt Seehofer. Ins Englische übersetzt Trumping. Merken die eigentlich alle noch was? Jonathan Blues Band mit dem Titel Wer ich bin, was uns zu der Frage führt, wer sind wir? Wir sind der bedingungslose Nachmittag und wie wir es gerade schon mal besprochen haben, wollen wir diesmal einen Link-Tipp geben mit -links-zum-grundeinkommen.de. Während ich das sage, läuft das hier wieder so ein bisschen unter dem Bild durch und damit weisen wir darauf hin, dass Mitglieder der Partei Die Linke diese Partei dazu kriegen können, nun endlich mal fürs bedingungslose Grundeinkommen zu sein. Dazu am Schluss, wenn die Termine kommen, noch ein bisschen mehr. Wir senden hier live aus Speiches Rock und Blues Kneipe, was, wie ich gerade vorhin gelernt habe, heute mal ein Rabbit Hole ist. Also live aus dem Rabbit Hole, weiter mit unserem Gespräch. Okay, aber zu dem Link-Tipp noch eine Sache. Wir sind noch gar nicht bei der Abstimmung. Wir brauchen erstmal 3500 Unterschriften von Linke-Mitgliedern und die sammeln wir im Moment, aber wir erinnern euch nochmal dran. Okay, kommen wir aber zurück zum Thema. Wir haben hier die Vertreterin der Gruppe Staub zu Glitzer und wir hatten vorhin schon über die Aktion an sich gesprochen. Jetzt wollen wir gerne darüber sprechen. Ihr seid also innerhalb von 24 Stunden nicht geräumt worden, wie das eigentlich in Berlin sein soll. Und ihr habt mir gesagt, ihr habt das eigentlich im Hinterkopf gehabt, dass man euch nicht räumt. Jetzt hat Wederer euch dann einen Raum angeboten. Da sind ganz widersprüchliche Informationen durch die Presse gegangen. Ihr habt den abgelehnt, es ist vorher geräumt worden. Wie war das? Könnt ihr das vielleicht mal erklären? Also in der letzten Pressekonferenz, die ich während der Räumung noch gegeben habe, habe ich das im Grunde schon erklärt. Und zwar war es tatsächlich so, dass
darüber diskutiert wurde im Plenum, ob man diesen Vorschlag annimmt oder nicht. Und die Abstimmung wurde vertagt. Das heißt, die Räumung hat stattgefunden, bevor das Plenum eine Entscheidung getroffen hat. Also der Raum ist euch auf Dauer angeboten worden. Könnt ihr das vielleicht nochmal kurz erzählen? Was war das, ein Raum auf Dauer oder was sollte das werden? So einfach ist das natürlich alles nicht. Also erstmal muss ich was zum Plenum sagen. Das Plenum hatten wir so überhaupt nie geplant. Da hat am ersten Abend, da kamen dann so versierte Linksaktivisten dahin, als sie das in der Presse gehört haben und waren so, ja, wir bauen jetzt mal jetzt alles auf fürs Plenum. Und ich war so, scheiße, was für Plenum, ey, hier soll doch jetzt ein Konzert stattfinden. Dann fand also dieses Plenum statt, wo natürlich unterschiedlichste Krawallmacher auch, unterschiedlichste Interessengruppen positioniert worden sind und dann sahen wir uns mit lauter Menschen konfrontiert, die eigentlich gar nicht hätten teilnehmen dürfen an unserer, weil sie sich gar nicht so unseren Prämissen bekannt haben. Also es war chaotisch und es hat wirklich unglaublich viel Kraft gekostet, da wieder Struktur reinzubringen in die Masse an Menschen. Dann sollte es einen Einlassstopp geben bei 500 Leuten. Wir waren längst 1000 im Haus. Genau, dann meinten die Leute, ja, wir wollen jetzt hier Basisdemokratie. Damit hatten wir auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Also wir hatten ja so Pläne, dass es Arbeitsgruppen geben soll, aber das war natürlich an Bedingungen geknüpft. Also nicht jeder, der jetzt denkt, ich laufe hier gerade an einer Volksstunde vorbei, ich entscheide jetzt damit, sollte da den Fortgang unserer Inszenierung mitentscheiden können. So war das gar nicht geplant. Aber so wurde das dann in der Presse auch vermittelt. Das war eine Fehlleitung der Öffentlichkeit. Also kann man sagen, es gab sehr wohl Krawallmacher, bloß das war nicht hier. Na klar, also ich weiß noch, also ich kann immer meine Sicht erklären. Ich war oben im Pressebüro und dann erhielt ich einen Anruf von Nils, einer aus unserem Kollektiv, der meinte, Sarah, du musst runterkommen, die Stimmung kippt. Ich sag, was für Stimmung? Ja, hier im Plenum. Ich sag, was denn für ein Plenum? Ja, hier sind Leute, die diskutieren, was wir jetzt machen sollen. Ich sage, ja, wieso? Diskutieren die über das, was wir machen? Verstehe ich nicht. Also, da musste ich da runter, dann sollte ich eine spontane Rede halten. Dann habe ich irgendwas erzählt, das ist das Theater am Rosa-Luxemburg-Platz. Großer Applaus. Ich habe dann so irgendwas mir aus den Fingern gesagt. Also, ja, es war schon amüsant. Und während, also hinten noch verhandelt wurde. Ich habe die erste Verhandlungsrunde mitgemacht. Also, es war extrem spannend. Aber da, also, was sich da entladen hat an Energie, ich fand es Wahnsinn. Ich habe sowas Aufregendes vorher und nachher nie erlebt, ehrlich gesagt. Also. Was war gerade die Frage? Ja, worauf wollte ich schon sagen? Noch nee, habe ich beantwortet. Das Angebot, was ihr bekommen habt von Lede, war, dass du das nochmal kurz... Genau, dazu, deswegen bin ich so abgewichen. Also das Plenum dachte dann, da waren dann Leute, die haben sich nicht in Arbeitsgruppen organisiert, die haben auch keine Dienste im Haus übernommen oder sonst was, sondern die sind halt jeden Tag beim Plenum erschienen und dachten aber, sie können jetzt da trotzdem mitentscheiden. Das war einfach eine Fehlinformation. Also ich weiß auch nicht, wie die, also vielleicht hätten wir das klarer machen müssen, aber wenn man dann sagt, ja, guckt auf unserer Homepage, das machen die Leute nicht, weiß ich nicht warum. Also das war überhaupt schon mal ein Problem, dass davon ausgegangen wurde, dass diese Entscheidung in diesem Plenum so getroffen werden kann. Das war schon mal ein Problem. Und dann gab es andere Probleme, es wurden uns E-Mails zugeschickt aus der Mitarbeiterinschaft, dass das nur ein Trick ist, dass es darum geht, das dann schneller zu entfernen, dass die Inszenierung und so weiter. Also wir hatten unterschiedlichste Informationen. Und ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, nicht für die Leute, die dort im Plenum an diesem Tag anwesend waren, was die für Ideen und Vorstellungen hatten, weiß ich nicht. Aber ich kann sagen, dass es für mich nicht in Frage gekommen wäre, die Volksbühne mit unserem Programm aufzuwerten, die es galt dort zu installieren. Das wäre es ja dann gewesen. Also der grüne Salon wäre dann immer schön bunt und flippig und voll gewesen mit Diskussionen und am Ende hätten wir quasi der neuen Intendanz noch in die Hände gespielt und das war natürlich nicht unsere Absicht. Genau so. Das war wieder das Angebot an euch, oder um das nochmal zu klären? Moment, also erstes Mal, um da auch noch Bezug zu nehmen. Es hat ja auch, der kommt tatsächlich ein Bild von unserer Inszenierung in seinem Programmheft unkommentiert gedruckt. Also auch das war ja schon so eine komische Geschichte, weil wir haben ja da was reingebracht, was ganz spannend war. Und dann hat er sich das so zugute gefühlt. Okay, das wollten wir beim Grünen Salon nicht. Was ich aber da auch dazu sagen muss, das ist aber jetzt meine Perspektive von jemand, der dann eben da dazu kam, zu dieser Zeit. Ich habe dann auch von diesem Angebot erfahren und fand das erstmal ganz interessant, weil ich damals mir dachte, ich war noch blutiger Anfänger, was diese Dinge betrifft, und ich mir dachte, boah, da haben wir einen Raum in diesem tollen Haus und da kann man doch schon wirklich ansetzen. Da kriegt man jetzt die Leute und dann kommen die hin und dann verbindet man die und dann nächstes.
Und je mehr ich aber dann mit den Leuten gesprochen habe, umso klarer ist mir dann auch geworden, es reicht aber eigentlich nicht. Also die Stadt ist zu groß, es gibt zu viel und das ist tatsächlich eine Taktik, das Ganze so ein bisschen unter den Teppich fallen zu lassen. Also jetzt haben sie dann, was sie wollen, dann sind sie zufrieden, dann machen wieder ihr Zeug und wir machen weiter wie gehabt. Und das wäre ein Fehler gewesen. Also diese Chance, die in dem Moment da war, die öffentliche Aufmerksamkeit und diese Menschen, die sie versammelt haben, es wäre weggeschmissen gewesen, hätte man das sofort angenommen. Und dazu muss ich dann auch sagen, also wie ich das verstanden habe, konnte man das nicht sofort annehmen, weil ich kam da auch rein und habe gemerkt, ich bin jetzt eine Stunde da, ich war beim Plenum jetzt dabei, Party interessiert mich nicht so, ich schicke mal die Leute, die haben um Hilfe gebeten, ich schicke mal die Leute, die am Teppichboden rauchen, zum Steinboden. Es macht ein bisschen mehr Sinn. Und am nächsten Tag war ich so ein bisschen Head of Security, wo ich dann auch schon gesagt habe, wer wo rein und raus und wie viele Leute. Und alle haben mich fragend angeschaut und dachte mir, oh mein Gott, wie bin ich hier gelandet? Es ist irgendwie geil, aber ich weiß auch genau, was ich tue. Ich versuche mein Bestes. Und ich fand es auch ein bisschen schockierend, dass jemand, der da so reingestolpert ist, eigentlich keine Ahnung hat, da so viel machen darf. Andererseits fand ich es, also großartig. Jeder, der wirklich wollte und sich wirklich engagieren wollte und der sich als halbwegs kompetent erwiesen hat, hat da mitmachen können und hat da das Ganze bereichern können. Also es hat sich halt von selber, nicht jemand, sondern die Sache selbst hat die Spreu von Weizen getrennt, vom Weizen, da einfach im Endeffekt die Leute angeschaut wurden, die gute Ideen hatten. Also es war ganz pragmatisch. Wir haben ein Problem, wer weiß normalerweise eine gute Antwort, dann schaust du den an, dann gibt er eine Antwort, wenn sie gut ist, machst du sie, wenn nicht, dann nicht. Das ist super pragmatisch. Und das war irgendwie geil. Also jeder, der da hinkam und sich beteiligen wollte und eben wusste, was er tut irgendwo, oder gut so getan hat, als auch eine gute Ideen hatte, da, und irgendwie hat das funktioniert. Das war ein ganz, ganz super geiler Vibe. So, jetzt bin ich ein bisschen vom Sidetrack, jetzt habe ich einen Faden verloren. Es ging eigentlich um den grünen Salon, den wir also aber genau, jetzt hier ist er rum. Dadurch, dass eben alle dann diesen Stand bekommen haben, die sich einfach involviert haben, war es im Prinzip jein. Also jeder, der da mitgemacht hat, der sich dafür engagiert hat, konnte mitreden. Es hat sich ja auch Staub zu Glitzer eigentlich in dem Moment, als sie da reingegangen sind, steht ja auch ein Konzept aufgelöst. Die haben gesagt, wir haben das hier für euch vorbereitet, wir geben euch das und jetzt schaut, was ihr damit macht. Also es war so eine Chance, die gegeben worden ist. Und man hat sich aber dann als Organisator eigentlich zurückgezogen, obwohl es dann natürlich auch die Leute waren, die geschaut haben, dass es läuft. Und die neuen Leute, die kamen. Und dadurch sollte es eine gemeinschaftliche Reaktion sein, was passiert damit. Aber natürlich, wenn dann so viele Leute dabei sind, und das sind die Leute, die es vorbereitet haben, das sind Leute, die nur vorbeigehen, das sind Leute, wie ich, die da reinkamen und sofort mitgearbeitet haben, dann muss man erstmal diskutieren, was ist das für ein Angebot, was bedeutet das, was kann man damit machen. Und dafür hätte man Zeit gebraucht und diese Zeit haben uns die Leute nicht gegeben. Also das Angebot wurde gemacht und am nächsten Tag wurden geräumt. Und das fand ich wirklich... Also tatsächlich, es wurde gesagt, hier ist dieses Angebot, sagt uns mal, was ihr wollt. Es wurde keine Frist gesetzt. Dann haben wir uns zurückgezogen, haben versucht, in diesem Chaos von Menschen irgendwie zu versuchen zu hören, was sind die Meinungen, wo liegt die Mehrheit, was sind die Fragen, worüber müssen wir reden. Haben probiert und noch in diesem Prozess, als das passiert ist, ist am nächsten Tag auf einmal, wie viele Polizisten waren da? 300? Zu dem Zeitpunkt waren wir nicht so viele Leute im Haus. Also es war ein bisschen peinlich. Also es gab dann auch diesen Moment, wo wir im Foyer saßen am Brunnen und diese Polizei so eingehackt um uns herum stand. Das wäre ein Bühnenbild par excellence gewesen tatsächlich. Dann haben die Polizei dann haben sie uns groß geräumt und dann haben wir auch viele Leute Anzeigen bekommen dann. Also es war... Das hat mich schon sehr schockiert. Also da hätten sie zumindest vorher sagen müssen, ihr habt bis morgen Zeit, sonst räumen wir. Also zumindest also irgendeine Art von Ankündigung. Also man fühlt sich halt schon sehr ausgespielt, man fühlt sich in der Nase herumgeführt und darüber verarscht. Und das hätte es halt nicht sein müssen. Also es war sehr komisch, wie diesen Dorn dann im Endeffekt abgelaufen ist. Hat Olaf, weißt du das, als Linker, hat Lederer das initiiert oder was stand dahinter? Bist du da im Bilde? Ich hatte keine persönliche Zwiesprache mit Klaus Lederer, kann ich dir also nicht sagen. Ich dachte, das wäre intern kommuniziert worden. Ich kenne nur diese eigentümlichen, aber auch in der Presse veröffentlichten Gerüchte, dass da irgendjemand, wie heißt es so schön, die Nerven verloren hätte und dann der Polizei gesagt hat, jetzt räumen sie mal gleich. Also etwas, was, sagen wir mal so, für eine Woche später geplant war, dann irgendwie vorzuziehen. Okay. Aber wer es gewesen ist und ob der selber gewesen ist oder irgendjemand in der Volksbühne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich würde gerne noch kurz was zu den politischen Abläufen an dem Tag sagen. Nämlich, die AfD hat einen Eilantrag gestellt, der diskutiert werden sollte um 15 Uhr, nämlich auf Räumung.
Das heißt, diesem Antrag hätten selbstverständlich, das ist ja online abrufbar, wie der genaue Wortlaut des Antrags und so weiter, und dieser Antrag hätte selbstverständlich abgelehnt werden müssen, also von allen anderen Parteien, weil er von der AfD kam. Das heißt im Grunde, was ja aber erstmal kein Problem ist, man kann so einen Antrag ablehnen, damit hätten wir dann erstmal quasi unsere Inszenierung fortsetzen dürfen und hätte dann aber einen ähnlichen Antrag einbringen können. Das passiert ja ständig, auch im Bundestag oder im Abgeordnetenhaus, man lehnt das, die SPD lehnt Ministerin ab und macht dann aber selber einen Ministerinnenantrag, der 50 Pfennig oder 50 Cent weniger oder was auch immer. Naja, jedenfalls wurde aber diesem Antrag im Grunde, also ich glaube, das politische Kalkül war, wir müssen räumen, bevor das diskutiert wird. Weil das könnte ja als Sieg gewertet werden, wenn wir diesen Antrag ablehnen. Und das hätte, also die AfD hat im Grunde alle Parteien vor sich hergetrieben. Und das finde ich ist ein politischer Skandal. Ich finde das wirklich grotesk, dass man diesen Antrag im vorauseilenden Gehorsam stattgegeben hat. Ich finde das wirklich, grotesk trifft es eigentlich. So, das war der Ablauf an dem Tag. Und ich habe, glaube ich, morgens um 9 hatte ich die erste SMS aus dem Abgeordnetenhaus, es wird geräumt. Und ich konnte es nicht glauben. Also ich habe dann dagegen argumentiert. Also die Entscheidung war längst gefallen und ich habe gesagt, nein, das können wir nicht machen. Das ist vorauseilender Gehorsam, die AfD und so weiter. Aber die Entscheidung war gefallen. Also und ich so perplex, wie ich dann dieser Pressekonferenz rüberkomme, so, das war ich auch tatsächlich. Ich habe es nicht glauben wollen bis zum Schluss. Ich habe gedacht, das ist jetzt Säbelrasseln, die wollen die drohen ein bisschen, aber das machen die doch nicht. Nicht ernsthaft. Also die räumen doch nicht. Wir waren da mit einer Hundertschaft an Security- und Awareness-Personal. Da ist nichts kaputt gegangen. Niemand hat geraucht. Es war irgendwo stand, es war die bravste Besetzung, in Anführungszeichen, aller Zeiten. Wie kann man denn, da waren wirklich, da saßen also da auch Kinder, na, am Anfang ja. Ja, aber ne? Also das muss man uns schon gönnen. Du hast selber geraucht. Ja, also hast du geraucht? Ja, ich war am Steinboden. Also ich habe nichts beschädigt, versprochen. Leute, es geht ja darum, ihr habt nichts kaputt geschlagen, da wollte Sarah drauf hinaus, ne? Nein, es ging nicht kaputt und es war wirklich, es lief da gesittet ab. Also es war, also ich fand, da war eine wirklich angenehme, schöne Stimmung im Haus. Bis auf, wenn da im Plenum irgendwelche Typen rumgegrölt haben. Ich weiß, das hast du mir geschrieben, dass du das ganz unangenehm fandest, fand ich auch unangenehm. Da habe ich dann so drastische Maßnahmen gehabt, wie nein, es redet eine Frau, ein Mann, eine Frau, ein Mann und wenn sich keine Frau mehr meldet, ist das Plenum beendet. Und wie sich auf einmal die Frau melden kann. Und also wenn wir schon so ein bisschen bei den Sachen sind, was halt auch herrlich war, also ich glaube so der erste Abend, als ich dort war, oder der zweite, und da war draußen stand ich mit einem von dem Shop zu Glitzer und habe mich so ein bisschen unterhalten und versucht so einen Überblick zu kriegen und stand halt vorm Haus auf den Stufen. Und dann kamen so drei Jugendliche, drei Jungs, Verweilmachende, und haben so ein Spray rausgeholt und haben so ein kleines Tag auf der Seite gemacht, ganz schnell. Und sofort war dieser Typ, mit dem ich geredet habe, dort, und ich dachte, jetzt gibt's Ärger, aber nein, deswegen hat er gemeint, bitte, stopp. Und dann hat er sich da hingestellt und ganz lang mit denen darüber geredet, dann kamen noch zwei, drei andere von Shop zu Glitzer dazu und dann standen irgendwie herum und haben wirklich mit denen geredet, warum die das denn machen oder warum es nicht cool ist, wenn die das jetzt machen, weil wir versuchen ja halt wirklich das zu bewegen und wenn da jetzt sowas passiert, dann hat halt die Politik einen Grund, uns da zu räumen und das wäre richtig scheiße, wir versuchen doch und die Taker waren halt so, aber dann und dann hatten die so ein geiles Gespräch und dann habe ich schon eben gedacht, so, das darf doch nicht wahr sein, was ist denn hier los, ich dachte, die prügeln sich jetzt instant und dann haben die sich verbrüdert und haben darüber geredet, was sie versucht zu machen. Und das war auch ein sehr bezeichnender Moment für mich, was da in diesem Haus passiert ist zu der Zeit. Und da kann man uns noch so viel vorwerfen, wir waren zu brav und wo sind wir denn und warum sind wir nicht ausgerastet. Also wenn die ausrasten wollen, also das können wir alle mal, ausrasten können sie haben. Aber ich finde, was wir da geschafft haben, war halt schon echt was anderes. Ich möchte auch noch was erzählen, zum Beispiel, dass ich habe ja mit mehreren Journalistinnen täglich gesprochen. Sie waren da die ganze Woche und kamen immer wieder. Und am Anfang waren die alle relativ skeptisch und ich glaube, so ab dem dritten Tag haben die dann irgendwann gesagt, du mal mit einem Vertrauen, könnt ihr das nicht auch bei uns in der Redaktion machen? Das ist
so geil. Wir haben so krasse Machos bei uns und es ist so furchtbar, furchtbar, furchtbar. Wir brauchen euch. Also die Journalisten haben sich allmählich mit uns verschwestert. Das war ganz schön in dem Prozess. Aber da kommen wir gleich noch zu. Journalisten ist ein Stichpunkt, da hatten wir schon drüber gesprochen. Ich glaube, du wolltest auch noch was beitragen, oder? Gut, okay. Es ist ja schön, dass heute mal die Frauen mehr zu Wort kommen in dieser Sendung. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Olaf, wenn du keine Frage mehr hast, Thema Journalisten, also die haben euch begleitet, die Journalistinnen und Journalisten, die ganze Zeit und haben es dann nachher, aber doch, wie hast du mir gesagt, erzähl das einfach mal. Also wir haben ja wirklich versucht, diese Inszenierung so professionell, obwohl es für uns alle das erste Mal war in dieser Form, so professionell wie möglich aufzuziehen. Und uns war natürlich klar, wie welches Medium wohl berichten wird über uns, wie sie uns nennen. Wir haben das wirklich durchgespielt an einem Abend. Der eine hat gesagt, ja, ich bin, also fiktive Name, ich bin Claudia Müller vom Tagesspiegel und ich finde diese Aktion problematisch, weil... Und so, also wir haben da so eine kleine Performance draus gemacht. Und es war im Grunde genau so. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir suchen uns selbst Journalistinnen, mit denen wir im Vorfeld zusammenarbeiten, damit die dann einen Hintergrundbericht lancieren können und damit eben nicht nur die Voyeure zu Wort kommen, sondern dass da wirklich Leute sind, die was über uns sagen. Und das Krasse ist, diese Hintergrundberichte sind verhindert worden. Wen habt ihr denn da rekrutiert? Also wir haben unter anderem mit der Berliner Zeitungsnamen, ich möchte die Einzelperson nicht nennen, ich möchte die wirklich nicht in Schwierigkeiten bringen. Okay, habe ich verstanden. Also, wir haben mit der Berliner Zeitungsnamen gearbeitet, wir haben mit der Süddeutschen zusammengearbeitet. Und hatten eigentlich gehofft, dass denn entsprechende, also die waren uns in, also wir wurden im Atelier gesucht, das haben regelmäßige Treffen über den Fortgang der Kooperationsarbeit und so weiter stattgefunden. Und ich hätte mir gewünscht, dass diese Personen dann schreiben, das sind, und die haben dann richtig mitgefiebert. Die waren, oh Mensch, ich hoffe, es klappt und so, ihr seid so super vorbereitet. Also sie haben mitgefiebert und es wäre auch schön gewesen, wenn genau diese Menschen auch genau diesen Bericht dann hätten veröffentlichen können. Wie sie uns kennengelernt haben, wie sie uns begleitet, besucht haben und wie sie mitgefiebert haben am Ende und uns Glück gewünscht haben. Ja. Haben sie nicht. Haben sie nicht. Oder dürfen sie nicht. Also ich nehme mal an, dass auf andere, also da geht es dann um Machtpolitik. Da geht es dann ganz einfach darum, wer entscheidet denn am Ende, welcher Bericht veröffentlicht wird und welcher nicht. Und ich kann verraten, es war nicht die Chefredakteure, die uns dort begleitet haben. Ich überlege jetzt gerade, ob ihr die Bild-Zeitung auch euch so vorher ausgemalt habt. Die Bild, na klar, als erstes. Wir dachten, dass sie wirklich... Linke Chaoten zerstören die Volksbühne, oder? Nee, wir dachten eigentlich, dass wir uns Linksfaschisten nennen. Aber das haben sie leider nicht. Aber es war ja eh nicht. wir hatten die Titelbilder durchaus vor Augen. Also, hatten die überhaupt berichtet, die Bild-Zeitung? Na klar, alle haben berichtet. Was alle haben die Bild-Zeitung berichtet? Linksfaschisten zerstören die Volksbühne, ja, oder? Also, okay. Ja, ja. 10.000 Euro Schaden. Na, das war ja später. 10.000 Euro Schaden hat die FDP herausgefunden. Das können wir aber, glaube ich, wenn du keine Fragen mehr hast, gleich machen, weil das ist ja jetzt im Moment auch aktuell, dass ich habe es neulich in der Presse gelesen, dass das Ganze noch ein Nachspiel haben soll. Wollen wir da jetzt drauf kommen? Oder, wir können jetzt noch eine Musik machen. Genau. Und dann, dann machen wir das. Wir sind nämlich schon bei 17:30 Uhr. Ach, okay. Da wir heute eine Sendung mit absolute Frauendominanz haben, spielen jetzt Amalia Chic, Super Rock und Blue Sky. Wir bereiten uns jetzt auf die Abschlussrunde vor. Da gibt es dann auch anschließend noch die Termine. Aber jetzt wollen wir erstmal zu den harten juristischen Fakten kommen. Julia. Genau. Ich hatte in der Presse gelesen, so mit halbem Auge, das wird uns aber gleich hier das erklären, dass jetzt Schadensersatzansprüche an euch gestellt werden oder der Staatsanwalt ermittelt oder ihr Anzeigen bekommen. Ich kriege das jetzt nicht genau zusammen, erklärt mir das mal bitte. Gut, also ist es richtig, dass es Anzeigen gegeben hat, im letzten Jahr schon, diese wurden aber eingestellt. Da haben die betreffenden Personen damals auch einen Einstellungsbescheid bekommen gehabt. Jetzt ist aber folgendes passiert. Darf ich fragen, gegen was wurde denn, also gegen Hausfriedensbruch? Genau, wegen Hausfriedensbruch am Tag der Räumung am 22.09.2017. Das ist das Datum gewesen, denn zuvor sind wir geduldet gewesen. Das wissen wir auch. Entschuldigung, ja, 28.09. 22. sind wir ja rein, das ist richtig.
Das haben wir auch juristisch prüfen lassen von unserem Rechtsanwalt. Also wir haben auch Begleitung einfach mit drin. So. Wir sind ja auch nicht doof und jung und naiv gewesen, so, dass wir uns da nicht irgendwie sofort informieren und natürlich auch ein wenig absichern. Fakt ist trotzdem, dass wir letztens aus der Presse erfahren haben, dass jetzt die Generalstaatsanwaltschaft nochmal ermittelt, das Verfahren wieder aufrollen möchte. Soweit wir wissen, darf sie das auch tun, auch wenn die Staatsanwaltschaft zuvor das Verfahren eingestellt hat. Was wir auch erfahren haben, ist Folgendes, dass daran wohl die Opposition in Berlin ein wenig schuld ist, die das ganze Thema irgendwie weiter droppen möchte, vielleicht sogar bestimmten Leuten als auch uns an Karren pissen will. Kann natürlich sein, wir haben ja gerade so einen krassen Rechtsruck in der Gesellschaft, wie wir alle wissen. Und da sind natürlich so linke Stirnfrieders, die wir denen besonders reindornen im Auge. Und vielleicht guckt man deswegen nochmal genauer auf uns einfach mit drauf. Hat das eine Frage beantwortet oder noch was, mehr gesagt? Ja, ich würde gerne wissen, was blüht euch denn jetzt im schlimmsten Falle, euch Besetzerinnen und Besetzer? Also im schlimmsten Fall fahren wir alle in Stammheim ein und wir müssen uns dann aufbauen. Richtig. Gut, stimmt, dann also, ist meine Frage beantwortet. Ja, immer noch halt keine Besetzerinnen und Besetzer. Also immer noch Kunstbeformer. Und deswegen, das ist ja auch das, worauf wir uns berufen werden. Also wir haben das nicht besetzt, wir waren in einem Theater, wir haben eine Performance gemacht, sondern von Anfang an gesagt. Und ich glaube, das spielt halt auch irgendwo eine Rolle. Und ich möchte auch das Wort hier an der Stelle kurz ergreifen, weil ich das in der Pause haben wir kurz auch schon darüber so gesprochen. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist zu erwähnen, auch daran anzuschließen, was Patty gerade gesagt hat, ja, wir sind schon mit der Aktion, die wir gemacht haben, einigen Leuten einen Dorn im Auge, weil wir natürlich eine klare Haltung vertreten. Damit haben wir uns positioniert und damit gibt es auch Gegenpositionen und Leute, die das nicht gut finden oder Leute, die das gut finden. Und ich glaube tatsächlich, ja, wir sind dem Rechtsruck ein Dorn im Auge, weil wir es geschafft haben, viele Leute, die linksliberal sind, miteinander zu vernetzen. Und das bietet eine gewisse Macht und das hat Potenzial. Und ich glaube, wenn die ganzen Linken sich tatsächlich vernetzen würden und miteinander in Aktion treten, schauen wir mal, was mit dem Rechtsruck dann passiert. Also wir brauchen mehr von solchen Aktionen. Und ja, es ist auch wichtig, dass man darüber redet, was für Konsequenzen einblühen, wenn man sich traut, etwas zu tun. Und natürlich gibt es Konsequenzen. Aber wir sind immer noch Menschen, alle miteinander. Wir sehen und verstehen, warum Dinge getan werden. Wir haben Empathie. Wir haben Sympathie, also auch das, man sieht, warum wir das gemacht haben. Man kann sagen, nee, die Kunst war scheiße. Und das hat, Entschuldigung, darf ich Scheiße mal sagen? Kannst du bei uns alles sagen? Also, ja. Bei uns wird auch nicht gebiebt. Okay, na wunderbar. Also das hat alles nicht funktioniert, so vorne und hinten. Und es war alles ganz, ganz katastrophal. Aber trotzdem, alle haben gesehen, was unsere Aussage war, wogegen wir uns stemmen, was wir versuchen zu tun. Und das kann uns keiner vorwerfen und das ist angekommen und ich glaube, wenn es nur diesen Funken überspringen lässt, dass die Leute sagen, hey, okay, man kann halt was machen, man kann sich halt miteinander connecten und sobald man relativ viele Leute zusammen hat, hat man auch eine gewisse Machtposition und auf einmal hört die Politik zu und auf einmal steht jeder halt da und redet mit uns, etc., etc. Also macht halt, habt keine Angst vor den Konsequenzen, sondern traut euch und es ist so viel möglich. Das ist ja, ich dachte, hier ist vielleicht noch eine weitere Frage. Nö, das ist damit beantwortet. Wir kommen ja jetzt, sind wir schon bei der Abschlussrunde? Noch nicht so ganz. Da würde ich gerne, wie können wir etwas ausweiten heute? Dann würde ich nämlich gerne wissen, wie geht das jetzt weiter bei euch? Dürft ihr da schon was zu sagen? Könnt ihr euch das, wie viel hat denn jeder, wie viele Minuten? Nein, noch 5 Minuten pro Stück. Okay, das heißt, ihr könnt euch ausbreiten. Wie geht es jetzt weiter? Was habt ihr jetzt geplant? Wahrscheinlich hattest du schon im Ganzen, dürft ihr das nicht verraten hier. Aber so ungefähr so die Richtung, was habt ihr vor? Ich würde gerne noch mal 3 Sätze sagen zu dem Konzept, ja, zu dem Gesamtkonzept, was wir haben. Ja? Es geht darum, dass innerhalb eines Kunstwerks gemeinsam oder kollektiv ein Stadttheaterkonzept entwickelt wird, ein neues. Ein kollektives Stadttheaterkonzept. Das heißt, wir sind nicht das Stadttheaterkonzept, sondern wir bieten einen künstlerischen Rahmen für Partizipation und Menschen sollen gemeinsam dieses Konzept entwickeln. Dafür braucht man Zeit, Monate, Jahre womöglich. Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Volksbühne ein besonderes Theater ist und dass es dieser Stadt und auch der Politik
und besonders auch der SPD sehr gut zu Gesicht stehen würde, tatsächlich einen Unterschied machen zu wollen. Also ich meine, die SPD löst sich gerade auf oder so, habe ich gehört. Und ich meine, auch in der SPD, man glaubt es kaum, aber da gibt es auch progressive Kräfte tatsächlich, die was dagegen, die dagegen kämpfen. Und ich denke, dass, dass so ein, dass ein, neue, ein neuartiges Stadttheater notwendig ist in dieser Stadt. So, wie das denn konkret aussieht, was dabei am Ende rauskommt, ob das dann ist, da sind dann, da gibt es wie eine, ob das basisdemokratisch ist oder nicht, ob es in Arbeitsgruppen geleitet wird, ob es nicht vielleicht doch einfach darum geht, man wählt sich eine Chefin oder einen Chef und der oder die ist dann aber auch wieder abwählbar oder so, wie auch immer. Also das müssen die Menschen gemeinsam entscheiden, aber wie kann man dieses riesige Gebäude, was den ganzen Tag leer steht und momentan tot ist, wie kann dieses Haus genutzt werden von einer progressiven Stadtgesellschaft oder Stadtgemeinschaft? Das, darum geht es uns. Und wie, an diesen Plänen halten wir fest. Egal, wer da jetzt gerade als Intendant eingesetzt wurde, wer diesen Job jetzt kurzfristig übernimmt, egal, wer da irgendwelche Gastspiele jetzt macht, wir beanspruchen die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Nicht wir als Kollektiv, nicht ich als Einzelperson, sondern wir als linksradikale Minderheit in dieser Stadt wollen dieses konkrete Theater am Rosa-Luxemburg-Platz. So. Okay, ist noch Schweigen? Okay. Schweigen ist ja im Grunde. Und das ist natürlich kackfrech und übelst dreist und anmaßend. Leute sagen mal, ihr seid ja voll anmaßend. Und wie so, ach nee. Natürlich ist das total anmaßend. Aber ich meine, also ich weiß nicht, ich habe Angst vor der gesellschaftlichen Entwicklung. Ich finde das furchtbar. Ich finde es das furchtbar, dass wir eine Partei wie die AfD im Bundestag haben. Und wir müssen uns vernetzen und dagegen arbeiten. Und niemand kann später sagen, ja, weißt du, ich habe das ja alles nicht gewusst. Oder ich musste aus opportunistischen Gründen, ich hatte ja eine Karriere, weißt du, da konnte ich nichts machen. Also da konnte ich wegen meiner Reputation allein, da konnte ich nicht reagieren. Das ging mir damals nicht. Also ganz ehrlich, das können wir uns als Deutsche nicht leisten, den Fehler ein zweites Mal zu begehen. Und es wäre halt schon schön, wenn die Leute nicht dazu gezwungen werden würden oder das irgendwie trocken präsentiert bekommen, wo sie dann doch dazu tendieren, wegzuhören, sondern wenn man das mit einem gewissen Charme oder einem gewissen Leidenschaft machen kann. Und das ist halt teilweise am Theater doch noch ein bisschen mehr möglich als in der Politik oder in anderen Bereichen. Oder in der Zeitung, oder Radio ist ja auch fantastisch. Also alles, womit man die Leute irgendwie catcht und wirklich kriegt und sie abholen kann und sie reinholen kann, dass sie sich beschäftigen wollen und dass sie miteinander in Diskurse gehen und in Gespräche und in Streite auch gerne, aber in eine Auseinandersetzung gehen und miteinander sich auch in die Augen schauen dabei, das ist im Radio vielleicht weniger der Fall. Aber dafür ist ja das Theater da, dass das dann auch noch an so einem Haus gemacht wird, also am Theater gemacht werden kann. Dass das verbunden werden kann. Also es leuchtet mir halt so ein, dass das fabelhaft ist, dass ich hoffe, dass es tatsächlich früher oder später dazu kommt. An diesem Haus. Ja, früher oder später. Um nochmal ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, natürlich, gegenüber meinen beiden Kollektivgenossen hier. Uns hat vor allem natürlich auch interessiert gehabt, die Situation der Mitarbeiterinnen in der Volksbühne mit drin, warum wir das Ganze auch gemacht haben. Das wurde hier heute ein wenig nicht besonders erwähnt, sage ich es mal so. Wir kennen nicht nur die Situation von vielen Gesprächen persönlich mit den Mitarbeiterinnen in der Volksbühne, als auch die Situation deutschlandweit bzw. europaweit, weil wir auch bei uns im Kollektiv Leute haben, die schon an Häusern gearbeitet haben bzw. auch arbeiten. Und das ist eine Thematik, die wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt, über die wird nicht gerne gesprochen. Und genau dort wollen wir natürlich irgendwie auch eingreifen, um mal dafür ein bisschen Öffentlichkeit zu generieren. Selbstverständlich wissen wir auch, dass es ganz viele andere Arbeitskämpfe gibt. Und wir denken auch, da wäre die Volksbühne ein hervorragender Platz, um sich da mal miteinander auszutauschen, bevor wir das nicht irgendwie mal ausprobieren. Wobei, darf ich da kurz eingrätschen? Wie ich gehört habe, waren einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so begeistert von Aktion. Gibt es, die gibt es, das hat auch seine Berechtigung, keine Frage. Die haben keinen paternalistischen Anspruch gehabt, dass wir die bevormunden wollen. Die haben gesagt gehabt, wir würden ganz gerne mit euch 2 Jahre lang zusammen dieses Konzept entwickeln an der Volksbühne mit drin und gehen natürlich auf deren Bedürfnisse ein. Und wenn sie partout auf uns keinen Bock hätten, so, dann ist das so und dann müssen wir halt die Koffer packen und ziehen weiter, so, gar keine Frage. Also das ist nicht. Wie so. War denn das 50-50 oder unter den Mitarbeitern? Es kommt drauf an, bei welchen Gesprächen letztendlich. Also natürlich während der Pläne sind dort einige Leute sind relativ stark krass ausgetickert,
haben gesagt, was uns denn überhaupt einfällt. Das sind die berühmten Kritikerinnen, die du vorhin erwähnt hattest. Dann gab es natürlich noch eine Versammlung, die DERCON einberufen hatte mit den Mitarbeiterinnen, wo wir im Nachhinein aber auch erfahren haben, dass nicht alle da gewesen sind. Und natürlich, wenn der große Chef dort ist, dann, glaube ich, sprechen die wenigsten Leute irgendwie offen und ehrlich. So, das weiß man doch aus ziemlich vielen anderen Zusammenhängen. So, Sarah kann da bestimmt noch was zu sagen, was sie selber da gewesen ist. Und was ich noch abschließend sagen wollen würde, für mich auf jeden Fall, was mich geleitet hat und andere von uns auch, wir haben dazu vom Brecht auch die Maßnahmen am Rosa-Luxemburg-Platz gezeigt gehabt. Deswegen eins unserer Lieblingszitate, würde ich mal sagen, wer kämpft, kann verlieren und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Genau, ich sage mal was zu dem Gespräch mit der Mitarbeiterinnenschaft. Das war im Grunde eine Inszenierung. Also es wurde eine ausgewählte Gruppe zusammengerufen, da war der Kultursenat anwesend, die Kulturverwaltung und der Chef. Und die sollten dann offen darüber sprechen, wie sie sich fühlen. Und es durften nur Feste mit Festangestellten sprechen. Also es war tatsächlich so, dass sich Leute gemeldet haben und dann ist der Intendant dorthin gegangen und hat gesagt, so, du darfst hier nicht sprechen. Also es war eine gruselige Situation. Ich habe dann gesagt, können wir nicht eine geheime Abstimmung machen? Ich meine, das ist ein übliches Verfahren in solchen Situationen, egal in welchen Gremien, dass natürlich solche, die haben Angst um ihren Job oder um ihr Standing in der Gemeinschaft, was auch immer. Dafür wurden wir ausgelacht. Also und ich meine, da sitzen linke Politiker, die in ihrer eigenen Partei selbstverständlich so verfahren, da gibt es geheime schriftliche Abstimmungen, da gibt es eine Wahlkommission und so weiter, aber in so einer Situation, die in der es vielleicht gar nicht unsinnig gewesen wäre, geheim abzustimmen, werden wir für so einen Vorschlag verlacht. Also ja, das heißt, wir haben natürlich, also heute waren ja auch Leute im Publikum, die in der Volksbühne arbeiten, die uns von Anfang an begleitet und unterstützt haben. Und es gab aber auch Leute, die mit uns nichts zu tun haben wollten. Und das werden sie nie wollen. Aus politischen Gründen nicht, weil sie sich mit, was auch immer, weil sie uns für jugendliche Krawallmacher halten oder was. Ist auch wurscht. Wir werden nie 100% der Mitarbeiterinnenschaft hinter uns bringen mit unserem Projekt. Und das wird vermutlich kein Intendant oder keine Intendantin je schaffen. Okay. Abschlussrunde? Ja, wenn das nicht schon die Abschlussrunde war, haben wir noch mindestens 14 Minuten Zeit. Gut, es geht ja um Aussichten, noch Pläne, Aussichten, wie ihr, wenn ihr da was zu sagen könnt oder sagt das, was ihr dazu sagen könnt, wie es weitergeht. So. Nein? Also, ich kann über den, also ich sag mal so, wir führen Gespräche, sowohl mit der Politik als auch auf künstlerischer Ebene. Und diese Gespräche sind gerade mittendrin. Also ihr dürft da sozusagen noch nichts zu sagen, um euch nicht... Wir wissen es auch noch nicht. Also es finden Verhandlungen statt. Momentan und schauen wir mal. Also über den Verhandlungen, vielleicht kannst du das sagen. Naja, es gibt ja jetzt, wurden ja Gastspiele bereits angekündigt. Das Schöne an unserer Inszenierung ist, dass sie parallel laufen kann zu allen anderen Veranstaltungen, die dort stattfinden. Man kann sich wunderbar dort aufhalten. Uns geht es ja tatsächlich um ein Tagesprogramm, dass da Leute ihre Workshops oder sonst was machen können, dass das Haus voll ist. Wir stellen uns vor, eine große, bunte, volle Volksbühne. Wir möchten gerne Küfer, also eine Küche für alle im Hof installieren, und zwar dauerhaft, wo eben also Menschen, die sich kein Essen leisten können, auch kostenlos verköstigt werden. Genau. Und wir planen ein Wohnungslosenparlament, da sind wir mit verschiedenen Sozialverbänden in Kontakt. Es hat auch ein erstes stattgefunden, es hat im Drugstore in der Potsdamer Straße stattgefunden, aber wir finden ehrlich gesagt, die Volksbühne hat in den letzten 25 Jahren ja durchaus eine Tradition in ihrem Umgang mit Wohnungs- und Obdachlosen. Das heißt, wir finden, dass dieses Wohnungslosenparlament an die Volksbühne gehört. Und es gibt verschiedene Formate, die ja sehr konkret sind, aber auch gleichzeitig sehr viel Freiraum für Menschen, die einfach ihre Sachen zeigen wollen, die einfach Spaß dran haben. Dort, da kommen Leute mit einem Saxophon und spielen in dem Aufgang und es klingt fantastisch. Und das macht der tagsüber für 2 Stunden und bereichert dieses Haus damit. Also genau, und wann das wieder losgehen kann, wie das genau aussieht, in welcher Stärke das Kollektiv und so weiter und so fort, werden wir sehen. So. Und also, ja, das ist, ja,
Und des Weiteren passiert ja die ganze Zeit etwas. Also es gab ja, wie gesagt, Akademie der Künste, dieses Gespräch, wo eben auch ganz viel darüber gesprochen worden ist, was man mit diesem Haus machen kann, was wir damit machen. Es wurden auch viele Fragen aufgeworfen. Also es ist halt wirklich eine, es hat so, diese Tage in diesem Haus war wie so ein Stein, der ins Wasser gefallen ist und die Wellen, die schlagen halt noch und unterschiedlich und es passiert ganz viel überall. Also es gibt ja auch die Künstlercrew, die ihre Theaterstücke macht, die praktisch in die freie Szene so übergegangen ist und auch einen Ort gefunden haben, die Sachen zu machen. Dann gibt es Leute, die sich ganz viele, also es wurden halt so viele Fragen aufgeworfen, die jetzt weiterhin behandelt werden. In der Kunst, wie soll man das gendern oder nicht? Und das, ich war gerade, wie gesagt, in Graz im Schauspielstück Treffen mit meiner Universität, das ist ein Riesenthema. Also es sind ganz viele, dann haben wir viel über die Politik auch gesprochen, dann auch wie der Ablauf in der Politik ist, wie, das ist auch so ein fast schon im Kindergarten gleich, wenn man sich anschaut, wer was warum macht und wie argumentiert, wie einfach es doch ist, wenn man diese Dinge runterbricht, wenn man all diese Dinge runterbricht. Also durch die Auseinandersetzung, was an diesem Haus passiert ist, wurden halt ganz viele große Themen angeschnitten, mit denen sich verschiedene Gruppen, Kollektive auseinandersetzen und dann auch miteinander vernetzt sind. Also ich glaube, das ist vielleicht eines der größten Dinge. Es ist eine wahnsinnige Vernetzung passiert. Und das birgt viel, viel Potenzial. Und das wird auch gerade ausgekostet auf der künstlerischen Front, auf der politischen, auf der Verbindung zwischen diesen beiden. Also es passiert gerade ganz viel, wohin diese Welle trägt, was mit dieser Vernetzung passiert oder an wie vielen Orten sie gleichzeitig passiert oder wohin sie wächst, das ist noch gar nicht absehbar. Aber es ist absehbar, dass etwas passiert und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Alles gut. Okay. Gut. Der Mann in der Runde fühlt sich wohl repräsentiert. Repräsentative Aufstände. Kann man also jetzt sagen, wir dürfen uns darauf freuen, dass irgendwann in dieser Stadt das Konzept eines Stadttheaters von unten wieder endlich lebendig werden wird? Haltet durch, kann man eigentlich nur sagen. Vielen Dank. Ja. Das ist ja das, wovon sich das Theater am meisten entfernt hat. Also nicht nur in Berlin, glaube ich, sondern generell, dass es einen aktiven Dialog hat mit den Leuten, für die es eigentlich gemacht sein sollte. Ich muss es jetzt so. Genau, ja. Das hat ja gerne. Hat es genauso. Du hast ja vorhin gesagt, ja, ich wurde ja vorgeworfen, dass da so viele theaterfremde Menschen im Theater waren. Na, Gott sei Dank, ist das nicht fantastisch, dass da theaterfremde Menschen in einem Theater waren? Nee, ich habe es anders gesagt. Ich habe gesagt, es wurde euch vorgeworfen, dass unter den Besetzern und Besetzerinnen Leute waren, wo sich herausstellte, dass die überhaupt die Volksbühne nie besucht hatten, aber dann irgendwie plötzlich, wie der Lehrkon auftauchte, dann plötzlich geschrien haben, der darf hier nicht machen und der darf hier nicht tun, aber im Grunde sich früher um dieses Theater nie gekümmert haben. Das war der Vorwurf. Nein, das stimmt aber natürlich nicht. Also das war der Kurs, was so durch die Presse ging. Das war natürlich so Quatsch, aber wenn die Presse dadurch unsere Inszenierung läuft und mit irgendwelchen Partizipierenden, die sich jetzt gerade als große Besetzer selbst begreifen, ja, in ihrer Rolle sind, wenn die mit solchen Leuten sprechen und die dann ihre Meinung sagen oder sagen, krass, das habe ich nie gehört, da können wir nichts für. Also okay. In unserem Kollektiv sind definitiv alle Leute, wussten ganz genau, was das für ein Theater ist, sind selbst jahrelang in die Volksbühne gegangen und es wurde dann so ein Film gedreht von einer Arbeitsgruppe unseres Kollektivs, natürlich Volksbühne als letzte Realität und so weiter, die haben da über ein Jahr an ihrer Guerilla-Produktion gearbeitet. Also das Kollektiv wusste ganz genau, was das für ein Theater ist. Aber selbst wenn da Leute drin sind, die es nicht wussten, spätestens in dem Moment, wo sie dort sind und mit Leuten drüber reden, werden sie anfangen, es zu wissen. Werden sie anfangen, da was zuzulernen und sich zu informieren und dann ihre Meinung zu bilden. Und das ist es doch. Also das ist doch der springende Punkt. Bringen sie zusammen, bringen sie zum Reden, bringen sie zum Wachsen, bringen sie zum Lernen, bringen sie zum Austauschen, bringen sie zum Schreien, bringen sie gewinnen Stärke. Also Theater hat halt Macht. Und das ist halt der Punkt. Das hat halt Macht, wenn eine heterogene Gruppe da drin ist und wenn man sich wirklich darum bemüht. Und das wird schon gemacht, das wurde auch schon gemacht. Also ich will es jetzt nicht ganz verteufeln, aber man kann weitergehen, man muss weitergehen. Da gibt es halt überall noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Auch eben sich damit auseinanderzusetzen, wie sieht der Spielplan aus. Und das auch wer, das ist halt jetzt meine Ecke, also ich spiele und ich kriege das auch mit, ich bin noch in Anfängen, aber wie gesagt, diese Kreise, man redet auch viel. Und es ist schon ein Punkt, dass sich der Schauspieler nicht nur um sich und seine Rolle dreht, sondern sich im Kontext des Stückes sieht
das Stück im Kontext des Spielplans und den Spielplan im gesellschaftlichen Kontext und dann vielleicht sogar noch im globalen. Also man muss halt schon wissen, was für einen Job man hat und was für eine Verantwortung man damit hat und dass man eben nicht nur, und das ist auch fabelhaft, man kann auch einfach mal herzlich lachen, aber nicht nur unterhält, sondern dass man wirklich viele Leute an einem Fleck unmittelbar erreicht und dann ihnen nicht eben wie die Politik vorsagt, das ist gut, das ist schlecht, wer ist blöd oder nicht, sondern mit der Kunst der Freiheit auch etwas mit den Leuten machen kann, sie erreichen kann und sie selbst eben zum Denken und Hinterfragen anregen kann. Und das ist bei uns auf jeden Fall passiert. Die Leute kamen, sie haben sich aufgeregt, sie haben nachgedacht, sie haben hinterfragt, sie haben geschrien, sie haben gestritten, sie haben geschmust, das ist alles passiert. Ja? Also ich würde mich sehr freuen, wenn die Volksbühne in irgendeiner Art und Weise wieder in diese Richtung geht. Und es ist mir scheißegal, Entschuldigung, ob wir dann das sehen, die das machen oder wer das im Endeffekt umsetzt. Solange sowas dort passiert, bin ich glücklich und werde da hingehen und mit aller Kraft, die ich habe, helfen, bis es selbst und bleibt. Na, dann wünschen wir der Volksbühne eine richtige Volksbühnenzukunft mit einer Betonung auf der ersten Silbe. Wir haben noch was zu erzählen. Wollen die Verteidigung Linke reden. Soll ich erst die Gäste verabschieden oder bevor wir zum internen Teil kommen, würde ich ganz gerne mich bedanken. Kannst du theoretisch das auch ganz zum Schluss, aber bitteschön. Genau. Weil, wie gesagt, wir sind ja alle BGE-Sendungen, da haben wir natürlich überhaupt nicht drüber gesprochen, aber ihr hattet zu viel zu erzählen, war auch interessant, war super, aber wir müssen jetzt unserer BGE-Sendung noch ein bisschen unserem Auftrag gerecht werden, sozusagen. Wir haben sozusagen einen Sendeauftrag. Ist hier genau. War super, dass ihr da wart, war total interessant und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und den Film gibt es ab Dienstag bei YouTube zu sehen. Ich schicke euch den Link und auch für euch, die ihr zuhört, ab Dienstag könnt ihr euch den Film nochmal angucken und wir verfolgen das Ganze sehr gespannt. Vielen Dank. Dankeschön. Jo, und dann gehen wir jetzt mal zu der Beschlusslage des Parteivorstands. Genau, jetzt kommen die unerfreulichen Dinge. Also, die Partei Die Linke hat, wie so viele Parteien, einen Parteivorstand. Dieser Parteivorstand hat einen Beschluss gefasst und dieser Beschluss, also jetzt gerade eben ganz aktuell, vor ungefähr einer Woche, besagt, die Partei Die Linke möchte bitte über das bedingungslose Grundeinkommen immer geteilter Meinung bleiben. Oder anders formuliert, sie möchte die Antwort auf die Frage nach dem BGE offen halten. Und oder anders formuliert, immer, man möchte keine Mitglieder verkraulen. Sie möchte keine Entscheidungen zu diesem Thema treffen. Man kann, wenn man eine BGE-Sendung, eine Pro-BGE-Sendung macht, natürlich relativ sicher davon ausgehen, dass wir gerne hätten, dass die Partei Die Linke sich für das bedingungslose Grundeinkommen ausspricht. Von mir aus auch dagegen, aber sie sollte eine Meinung irgendwann mal entwickeln und haben. Und wer dieser Meinung auch ist und Mitglied der Partei Die Linke ist, der oder die könnte jetzt dem Parteivorstand sagen, ich sehe das anders, ich möchte diese Frage gerne entschieden haben im Wege eines Mitgliederentscheids. Damit ein Mitgliederentscheid erstmal durchgeführt werden kann, braucht es 5% der Mitgliedschaft der Partei Die Linke, die das beantragen. Und die müssen das alle auch gleichlautend beantragen. Und aus diesem Grund hat die BAG Grundeinkommen der Partei Die Linke einen Text verfasst, den man online finden kann. Wir haben das jetzt schon während der Sendung zweimal erwähnt. Und wenn ich das jetzt nochmal erwähne, werde ich wahrscheinlich wieder so eine Bauchbinde hier irgendwie unter mir haben, die da lautet www.mit-links-zum-grundeinkommen.de. Auf dieser Seite kann man dann sehen, wie dieser Text lautet, kann man auch seine Unterschrift leisten und bitte nur unterschreiben, wenn man auch Mitglied der Partei Die Linke ist. Das ist nämlich Voraussetzung dafür, dass die Stimme gewichtet und gezählt wird. Das wäre unser Anliegen jetzt gewesen. Julian? Ich möchte nochmal ergänzen, weil da oft Missverständnisse aufkommen. Man entscheidet sich damit noch nicht, ob man für oder gegen das Grundeinkommen ist, sondern man entscheidet sich nur, dass die Partei darüber abstimmt. Genau. Und wie diese Abstimmung ausgeht, das werden wir dann ja sehen, sofern sie durchgeführt wird. Genau. Wie gesagt, der Parteivorstand ist der Meinung, dass diese Abstimmung niemals durchgeführt werden wird. Wir haben ja heute auch im Verlauf der Sendung gehört, wie schlimm das sein kann, wenn urplötzlich ein Plenum die Macht ergreift. Gut, also wir sind dann mehr oder weniger für die Abstimmung aller Parteimitglieder und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wir haben noch ein paar Termine, ganz zum Schluss. Okay, die werde ich auch noch los. Mittwoch, der 25. Juli, geht unser Partner
Sender Radio Lora 92,4 in München auf Sendung. Und es gibt auch wieder ein Treffen in Berlin von der DGE-Partei Ende Juli. Das gibt es jetzt gerade nicht. Und wir arbeiten uns so langsam und sicher auf die Woche des Grundeinkommens Anfang Mitte September zu. Das sollte man also auch noch in Erinnerung behalten. Die DGE-Party beim Berliner Verein Unter Druck findet am Mittwoch, den 1. August um 16 Uhr statt, und zahlreiche weitere Termine kann man auf der Seite www.grundeinkommen.de/termine vom Netzwerk Grundeinkommen abrufen. Da haben wir sie auch her. Und dann noch eine Information zu unserer nächsten Sendung. Wir sind wieder da am 2. August Sonntag. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, aber... Am 2. August Sonntag. Ja, das ist der 12. Okay, das ist der 12., das ist erst in 5 Wochen, und höchstwahrscheinlich wollen wir an dem Tag, wird sehr emotional wahrscheinlich werden, über das Thema offene Grenzen oder nicht sprechen, und da kochen die Emotionen hoch, deshalb wird es dann sehr aufregend bei uns, wir bereiten das gut vor, und wenn wir es im August noch nicht geschafft haben, dann wird diese Sendung im September stattfinden, aber ihr werdet das in den sozialen Netzwerken zu lesen bekommen, welches Thema wir haben, und wir hoffen, dass wir das im August schon machen können. Heiß wird es auf jeden Fall, selbst wenn es im August regnet. Das war der bedingungslose Nachmittag am Sonntag, den 8. Juli 2018. Mit Juliane Beer und Olaf Michael Ostertag am Mikrofon, Klaus Schnabel-Köplin an der Technik, Ingo Müller an der Kamera, unseren Gästen, die sich vorhin selber vorgestellt haben, ich weiß noch, Anna und Sarah und Patti. Ich habe die ganze Zeit alles mit Peter angesprochen. Gut, so kurz erhält mein Gedächtnis heute. Wir gehen, wie gesagt, nächsten Monat wieder auf Sendung und gehen jetzt raus mit der Gruppe Casablanca, Read Old Money, und das war's. Tschüss, Leute.